Gummo. Das sind mal Uhrzeiten, ne? Das sag ich euch aber. Lass mich mal kurz Musik-Dings hören. Guten Morgen und Hukulu. Habt ihr alle gut geschlafen? Hatte eh keine Lust, das Haus sauber zu machen. Guten Morgen. Was ist jetzt los? Nix. Ich bin wach geworden. Und ausgeschlafen irgendwie. Aber irgendwo auch nicht. Und dachte mir, was machst du jetzt? Ui, Memo. Ich hoffe so sehr, dass hier keiner ist, Alter. Ich hab keinen Bock auf Peanut zu switchen. Ja, selbst auch gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Nacht. Geht's denn hier raus? Schönen Sonntag. Ich bezweifle, dass hier nur einer abhängt. Boah, das war aber voll weit, ne? Auto. Oh, das an. Ui. Mal gucken, ob der Fahrrad auf ist. Ja, Mann, Alter. Sauber. Ich dachte mir, ich komme einfach online. Bam. Ah, warte mal. Ich mach Mucke aus, ich mach VOD-Dings an. Guten Morgen an alle, die auch VOD gucken. Irgendwann. Ja, war echt schade, dass Ronny nicht dabei war, aber irgendwo selber schuld. Und Warforged, Wendel, dankeschön für den Prime im 7. und guten Morgen. Und Kevin, guten Morgen und danke für den Prime im 7. Ja, Kampf-Veraptors, immer aktiv, immer am Start. Immer. VOD, was ist das? Hat keine Live-Zuschauer nicht. It's only game. Dankeschön, Noma, für den Prime im 39. Monat. Frühstücksfernsehen mit ihren Moderatoren Peanuts Moitz und Latifa Shish. Der ist zu Hause. Boah, Kopfi, ich war so fertig, ne? Ohne Witz. Aber ich hab das echt gut weggesteckt, man. Ich könnte sofort einpinnen. Das war gestern richtig übel. Die Insel ist auch voll hübsch gefühlt. Abend, ich geh mal schlafen. Gute Nacht, Sebastian. Ich weiß nicht, wann der Rückflug heute geht. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Duftkerze immer. Immer. Wohnt jetzt im DLC. Ich weiß nicht mal, wie ich da hinkomme, Alter. Wo bin ich denn hier? Dann ist das Flugfeld. Gestern nach dem Stream noch ein bisschen Dexas geguckt. Der war ja total besoffen, Alter. Noch mit Juri geschrieben. Der hat leider nur 10 Minuten von der Party mitbekommen, was ich voll traurig finde. Weil den alle mal nerven und abfacken, Alter. Heute spontan hat es ja Stundenstream? Nee. Ich bin alt, ich brauche Mittagsschlaf. Und vielleicht haben wir das große Glück und ich darf nachher fliegen. Weil die brauchen Piloten. Gummu. Bei Dexas ging absolut ab, ja. Ich muss mal eben OBS-Vorschau ausmachen. Oder habe ich hier irgendwas noch an?
leicht laggy bei mir. Ja, war schon gut organisiert, haben aber, soweit ich weiß, ein paar Dinge leider gefehlt. Da sollte eigentlich nur ein riesen Feuerwerk stattfinden. Das haben wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Warum auch immer, wo bin ich, Alter? Nee, viel besser ist kein Bug. Guten Morgen. Wollt ihr euch einen Kaffee oder einen Kakao? Wir gehen Schnapsleichen gucken. Ich bin echt gespannt, ob der Neuner ist, aber ich glaube nicht. Bald only morgen Streams. Ist verrückt, ey. Abends beste Zeit. Armer Pinsemann. Und Oma hat gestern auch gefehlt. Wir müssen unbedingt im Pinse quatschen. Ich bin falsch. Und abends dann Güffi Late Night Show? Ja. Aber gibt's hier tatsächlich diesen Machetenmörder? Oder ist das nur so, oder sagen die das nur so? Dann haben wir den ja gestern verpasst, wenn es den wirklich gibt. Moin. Machst du den Valentin 2.0 nur noch morgen streams? Wen? Ja, der ist rumgerannt. Ich habe bei Dexus gestern gesehen, dass das FIB einfach auf der Insel gelandet ist. Einfach so. Ich habe herausgefunden, wie die Drogen auf die Insel geschmuggelt haben, die Schweine, ne? Aber typisch Junkie Park, Alter, wusste ich doch. Und Herr Yuri und Herr Slava sind da involviert gewesen mit. Die haben die nämlich über Meeresspiegel geflogen mit dem Helikopter in die Stadt rein. Illegal. Wer in der Macht Meta, Alter, und die kriegen Ärger dafür. Die haben die irgendwo in der Wüste ausgesetzt, Alter, und dann sind die da losgeballert. Die haben die Drogen besorgt. Die haben die Drogen auf der Insel kostenlos verteilt an alle. Für die Party. Guten Morgen, Vocal und Laverian. Das war so klar, dass die das hinkriegen irgendwie. Ja, die hatten sogar FIB-Hosen am gestern. Aber das hat die eh keine Sau gejuckt, Alter. Ich meine, ich glaube, 70% von den Leuten, die ihr Party gemacht haben, waren Cops. Ich nenne auch den Dexus jetzt nur noch Koksbaron im EP. Los, Pina, du schaffst das. Die einzige Insel, auf der Pizza mehr wird, ist jetzt Drogen, Junge. Einfach 40.000 verdient gestern. Bin ich denn hier? Ach, das ist der zweite Checkpoint. Der erste. Ob da eine Karre auf ist? Woher 40.000? Griff, ich hab Pizza hier gestern verkauft an die Idioten. Der eine wusste wohl nicht, dass man hier auch Essen umsonst bekommt oder hat niemanden gefunden. Und dann wurden hier die Hemden irgendwie angekauft, Alter. Security ist auch noch nicht da. Juri hat nur gleich Freunde. Das war richtig gut gestern. Und nochmal lustig. Er ist abgeschlossen. Ja, war somit das beste RP-Event, was ich hier erlebt habe, ja. Es gab keinen Stress. Keiner hat sich geprügelt. Nicht so wirklich Gruppenbildchen. So alle haben wirklich miteinander gefeiert. Gute Live-Acts. Alles. Stage 1 war richtig gute Musik. Stage 2 war nicht so meins. War richtig cool. Ja, zum Glück, Kai, hast du recht. Zum Glück gab es die Stage. Sonst hätten wir die ganze Zeit nur in der Ecke gestanden und hätten nicht feiern können. Gibt's da Klamotten an? Nee.
Ja, jeder hat der RP. Das wird auch, glaube ich, ein unvergesslicher Tag auf Unity. Boah, stimmt, das ist ein Symbol, ne? Geh ich gleich mal gucken. Was hat denn, Alter? Los. Mann, ich habe aber auch kein Glück, ne? Warum ist hier kein scheiß LKW auf mit Essen? Kann ich wieder verkaufen, naja. Gibt's die Crocs auch für eure Chars? Nee, leider nicht. Wir bespielen Skins, das geht leider nicht. Aber ich werde trotzdem mein Set mitnehmen. Und vielleicht die ein oder andere Tasche, dann muss ich betteln bei Muri. Was ist das für Klamotten? Das ist kein Klamottenladen. Der Pinsel braucht auf jeden Fall Crocs. Und vielleicht kann man die ein oder andere Tasche verkaufen. Und wenn nicht, verkaufe ich nur meine Tasche, die ich bekomme. Weil die Leute, die hier die Tasche ist halt nur ein Plus Ultra, ne? Die ganzen Gängler oder so werden die Leute auf jeden Fall abziehen, die Taschen tragen. Auch die Maske. Es gab diese Umhängetasche auf dem Rücken, Giffy. Mit Supreme-Logo und Gucci und so. Als ob hier... Meinst du, den hängt den ab? Gucken wir. Ja, Seamaster. Es geht, guten Morgen. Die Bungalows sind halt auch richtig fett, Alter. Ich glaube, da haben sich auch richtig viele geärgert, dass die nicht doch ein Ticket gekauft haben. So scheiß auf diese 150.000. Nicht nur wegen den Klamotten, aber weil die Party so endlos cool war. Ich finde doch, ich finde ruhig. Ich habe gut geschlafen. Ich bin auch ziemlich fix eingepennt. Nur ich weiß, dass ich jetzt nicht weiterpennen kann und ich wusste nicht, was ich machen soll. Deshalb dachte ich mir, hey... Es gibt bestimmt so verrückte Leute wie ich, die entweder immer nur wach sind oder auch früh aufgestanden sind. Und warum können wir uns nicht unterhalten und ein bisschen mit Peanut rumfahren? Ja, ja, für die Bungalows musst du es ja extra bezahlen, aber na und? Selbst diese 250k wieder für das VIP-Ticket, das ging nix. Dafür, dass man so ein Event geboten bekommt, dafür hättest du 500.000 nehmen können. Die nächsten Tickets für nächsten Party, wenn mal wieder eine stattfinden sollte, werden aus instant ausverkauft sein. 100%. Ja, Klerok, musst du Protokoll führen und dem Vermieter sagen. Die Insel ist hauptsächlich nur für Events da, ja, und der Wohnsitz halt von Yuri und Slava, ne, den Architekten. Damit die sich so komplett zurückziehen können. Oh mein Gott. Komm schon, bitte. You're good, Jackpot. Ja, Mann. Brauchen die für zu Hause, Mann. Ich suche die schon überall. Stratzatze, Fetschi, Pineapple. Jetzt die Frage, macht Eis auch Dings? Hunger weg? Ja, Mann. Und Frozen Joghurt? Hab ich das? Wäre ich jetzt ein richtiger Wichser, ne? Dann würde ich einfach alles wegschmeißen. und warten, bis die online kommen. Und denen dabei zusehen, wie die verhungern und denen das verkaufen. Und schön über Taxi alles abrechnen. Per Karte.
Aber bin ich nicht. Ja, jetzt, Zimki. Ich glaube, ein bisschen Fetschki. Ah, das sind Schmetterlinge. Und guten Morgen übrigens für die, die gerade eingeschaltet haben. Das wäre auf jeden Fall was. Das ärgert mich, ne? Gestern noch mit Milo drüber geredet. Das ärgert mich, der Typ, Alter. Das ärgert mich so sehr. Vor allem, wenn man gesehen hat, dass Pinsel noch ziemlich lange online war. So bis 1 Uhr oder so. Bist du krank? Nee. Das ärgert mich. Der Pinsel muss lernen, dass er mit seiner Masche nicht immer durchkommt. Und die Leute nicht immer verarschen können. Dass er sich auch mal am Riemen reißen muss. Das ärgert mich richtig. Der hätte hier auch viel Spaß gehabt. Hallo, Lady. Ja, vor allem wollte Bishop und uns das Ticket zahlen. Ach, wir hätten das Geld auch zusammenbekommen. Platz da. Was mit Pinsel passiert? Also, RP weiß ich, OC weiß ich halt gar nichts, weil war halt gestern spät. Im RP ist er hingegangen zu der Border Patrol und so und zu den Veranstaltern und hat zu denen gesagt, das hat der P mir erzählt vom Q, er gehört zum Sicherheitsteam, er muss mit rüber. Dann hat er danach gefragt, dann haben die gecheckt, dass er nicht zum Sicherheitsteam gehört und dann hat er erst gesagt, er gehört zum Shuffle Service, zum Taxi und wollte mit mir und Twinkie arbeiten. Weil er den aber angelogen hat und quasi so Arschloch gespielt hat, hat der Pi gesagt, jo, wir haben zwar einen Platz 2, aber du kommst nicht mit, wegen seiner Scheißheit. Und dann durfte der gar nicht mit. Und dann war er mad, glaube ich. Und ich glaube, dann hat er erst Bishop und Dings getroffen. Mit dem Ticket. Und er war dann sauer. Weil der Typ, weil der Pi anscheinend auch nicht so cool mit dem gequatscht hat. Hat gesagt, jo, ich komm nicht mit. Und das hat er auf jeden Fall bereut. Pilze beim Knast, das habe ich gestern gelesen. Aber bitte keinen Meter machen, ich will halt alles im RP erfahren. Wenn ich jetzt schon wieder weiß, was der getan hat, so bin ich nicht überrascht, wenn er das erzählt. Danke. Ist halt echt Meter. Nächstes Mal vorher überlegen, was man sagt, das stimmt. Ja, der ist halt... Also so wie ich weiß, spielt er noch nicht lange RP, dafür macht er aber ziemlich gut. Der muss jetzt so ein bisschen Feinschliff machen. Du kannst halt nicht über die Insel rennen und auch wenn du einen Verrückten spielst so und jeden verarschen. Weil dann schließen die Leute dich einfach aus. Das ist nicht gut. Wollte die IC auch mit, aber alle Plätze waren schon voll. Ja, ich habe bei Tai und Dex habe ich das gestern gesehen. Da haben die Maxis so... Alter, ist das Ding auf? Das hört sich anders, als wäre das an. Die Maxis wollten auch noch 10 Tickets haben und haben voll den Aufstand gemacht auf dem Highway. Konntest du als Medic mit? Ja, immerhin, ne? War ja eh nicht. Habt ihr überhaupt Einsätze gehabt als Medic? Nix, ne? Nicht, oder? Keiner hat sich geprügelt, richtig gut, Mann. Ja, konnte als Medic mit. Ach so, ich habe gelesen, du könntest als Medic mit und dachte, du wärst als Medic mitgekommen. Hallo Multipass, guten Morgen. War der Kiez eigentlich, war der Frank und so eigentlich auch da? Also ich habe Debo, mit denen haben wir ja gewürfelt. Ich habe Yadis gesehen, Junkie Park. So ein paar Gangster waren schon da. War der Kiez nicht vertreten? Bei denen habe ich überhaupt gar nicht gehört. Gar keinen von denen, die ich kenne. So. Oha, wie schaffst du es mit der Stimme verstellen? Ich benutze Stimmenverzerrer.
Der ist doch eigentlich auch mal so ein Feiertier, man macht übelst Party. Kids? Nein, das ist aber schade. Frank, wusste Izzy nichts von der Party? Haben die keine Werbung gemacht im Discord dafür? Kids hat City auf Kopf gestellt. Ja, da ging auch gestern bestimmt die Post ab drüben. Bei so wenig Cops und so. Sei bloß vorsichtig, Peanut. Was geht da, Pascal? Hallo, Oma Turtle. Ja, warum? Ach ja, U-Life oder so, gab's da keinen? Ja, ich bin ganz ehrlich, U-Life und so, wer benutzt den Kack? Also nicht Kack im Sinne von, das ist scheiße, was die da machen. Aber wer geht schon im RP gerne auf externe Seiten? Ich mach das nicht gern. Sehr viele? Okay. Dann bin ich vielleicht einer der Ausnahmen. Ich mach das nicht gerne. Fühlt sich einfach nicht cool an, so. Da drüben ist zu Hause. Du würdest es schaffen, rüber zu schwimmen, ja? Das Ding ist, auf Rage aber sind clientseitig Haie drinnen noch, wegen Singleplayer. Also ich bin hier tatsächlich von dem Schiff links mit dem Waffendealer mal rüber geschwommen und ich wurde zweimal von einem Hai attackiert und bewusstlos gebissen. Und das ist nochmal, das sieht zwar nah aus, aber das ist ziemlich weit. Ich glaube, hier wirst du auf dem Weg 5-6 Mal oder so bestimmt bewusstlos gebissen von einem Hai. Und dann dürftest du deinen Charakter eigentlich rippen lassen. Weil das kannst du nicht ausspielen. Also würde ich das nicht empfehlen, hier rüber zu schwimmen oder hier wegzuschwimmen. Nee, das Kampfschiff ist in Ordnung. Das ist nur... wird nur nicht vernünftig gerendert. Da bin ich ab und zu mal unterwegs drauf. Was wir machen können? Nee, das wird auch nicht passen mit dem Fallschirm vom Tower. Nee, niemals. Du kommst hier nicht hin. Ohne Boot oder Flugzeughelikopter kommst du hier nicht hin. Nicht vernünftig. Wäre schön, wenn sowas wie ULF IC verfügbar wäre. Ja. Das weiß Unity auch selber. Keine Sorge. Das ist so das Wichtigste momentan, was fehlt. So eine Twitter-App oder so. Damit man sich IC einfach absprechen kann und organisieren kann, wo welche Partys sind und so. Weil wie man gestern gesehen hat, macht schon ziemlich viel Spaß. Ich war echt positiv überrascht. Hat mich so ein bisschen erinnert an die Partys in Bahamas damals mit Charlie und Denver so als DJ. Aber ich sag mal so, im RP ist jede Party, wo es keinen Ärger gibt oder irgendwelche Gangs oder was weiß ich, sich verfeinden und da Scheiße bauen, ist immer gut. Wo alle einfach Spaß haben, darum geht es ja im RP. Und da hatten gestern alle Spaß. Hier und da ist mal Cringe-Pärchen gesehen, gehört auch dazu. Können wir gehen mal oben auf den Berg, wo wir letztens schon waren. Ich dachte, die Frühschicht kann man nur als T3 sehen. Du bist auf T3. Ja. Was geht ab, Shorty? Findest du, wenn man eine Gang spielt, sollte die nur in ihrer Hut chillen? Hab öfter festgestellt, dass die sich dann langweilen, statt mal zu einer Party zu gehen, etc. Die denken dann, die sind zu krass und sowas. Naja, die Gangs rennen eigentlich oft auf Partys, eben weil denen langweilig ist. Und nö, warum sollten die nur in ihrer Hut stehen? Die sollten... Das entscheidet jeder für sich selber. Keine Ahnung, ich verweise da immer so auf den Wikipedia-Gangster zurück. Gangmitglieder sind auch nur Menschen. Und in Amerika ist das ja so, die verlassen ihr Viertel nicht oder ihre Umgebung nicht. Weil außerhalb von ihrem Viertel sind halt andere Gangs, ne, und die sind halt nicht gut aufeinander zu sprechen. Das ist aber auch wieder nur Dokumentarwissen. Natürlich werden die Partys machen gehen. Mephisto noch nicht. Vielleicht zeige ich das einmal, aber das ist nichts Großartiges. Das ist ein bisschen rumtelefonieren, jo, was willst du haben, hinfliegen. Kohle einsacken, Waffen holen und abliefern.
Und darauf hoffen, dass die Cops einen nicht erwischen oder sehen. Zerxel, VOD-Party ist leider gemutet. Du musst, für alle, die das VOD gucken wollen, die Party ist komplett gemutet wegen der Musik. Aber Da Vinci hat live aufgenommen. Der wird das hochladen. Ich werde hier auch einen Comment dafür machen, für die Leute, die sich das angucken wollen. Musste ich leider machen. Entweder so oder VOD löschen. Wegen DMCA und so. Außerdem ist die Plattform auch nicht vorgegeben für die Gangs. Ich kann das schon verstehen. Ich kann das auch verstehen, wenn die Scheiße bauen, habe ich auch oft genug gemacht. Das ist aber pure Langeweile. Genau da wie mit den Supersportwagen, das ist einfach pure Langeweile. Du das für sich selber Content erschaffen auf einem EP-Server. Der einzige, der mich gestern ein bisschen getriggert hat, war diese eine Security, der euch weggeschickt hat von der Seite, wo der gute DJ war, beim Großen. Ganz was gestern echt mega. Welcher Security hat uns weggeschickt? Ach so, ja, aber der Berglöwe kam. Weil dann Berglöwe unterwegs war, die wollten den Bereich sichern. Das ist ja auch deren Aufgabe als Security, ne? Darf man nicht vergessen. Ich finde super, dass Tai irgendwie diesen Sänger unterstützt hat, der war so zum Buff. Hat doch jeden Support verdient. Der war auch gut, der war richtig gut sogar. So, wir müssen da oben hin. Jetzt hinten halt auf der Insel Peanut Gag, weil den Löwen erschossen hatte. Ich weiß gar nicht, ob die den überhaupt gefunden haben. Ja, ja, Goldberg auf YouTube lädt er das hoch. Der wird auf jeden Fall, ich denke mal, ein dickes Best-of machen, so von den besten Stellen und so. Können wir uns ja dann im Stream angucken. Ja, können wir nicht wegen der Musik. Das tut gut, wieder deine normale Stimme zu hören. Ich finde die von Peanut sehr angenehm. Was geht, die Vollidioten? Ich bin Scorch, komm bald wieder. Dauert noch. Ich kann das gerade nicht, Alter. Mein Hals. Jeje, Tante, bin aus dem Bett gefallen. Bisschen Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Los, Pina, du schaffst das. Genau. Was ich auch cool finde, auf der Insel, eigentlich sind hier so Kokainsträucher und Cannabispflanzen. Hat der Juri und Slava haben das alles weggemacht. Und gestern sind voll viele hier rumgerannt. Ich dachte, die dürfen das gar nicht. Ich glaube, aber die Security war total überfordert. Wo hat der Fetti diese Ausdauer? Bist du ein Feiner? Und für Fetti, Junge. Sind schwere Knochen. Sehr lustig, dass gestern auch wieder gesagt wurde, dass nicht auf dem Berglöwen geschossen wurde. Ach, die sind irre. Haben die nicht Tai gesucht? Weiß ich nicht. Ich habe Dexus geguckt. Tai später auch, aber dann war der schon in seinem Bungalow. Und Dexus hat seine Cringe-Partnerin gesucht. Und hat am Ende dann die Security noch zusammengetrommelt, weil rum erzählt wurde, dass die in einem Bungalow verschwunden ist mit zwei Typen. Und dann wollte er die kaputt machen, Alter. Und wollte die abknallen. Bin seit 6 wach, jemand noch früher? Ich seit 8 ungefähr. Ja, Peanuts hat doch gut Hüftgold. Genix hat er Muskeln. Stählerne Muskeln. Immer. Der Teil war übelst auf Koko und ist voll drauf über die Insel gerannt. Genau wie Dexus, Alter. Der Schimmelzahn, der. Wie blau der war und sich konzentrieren musste. Das war mega lustig. Ja, ja, klar, komme ich heute Abend. Wir müssen ja rüber, ne? Wir müssen ja wieder zurück zur Insel. Dodgen kann ich heute nicht. Also, streamen könnte ich schon dodgen, aber mache ich nicht. Da bin ich mal gespannt, wie die das organisieren, Alter, dass alle Leute zur gleichen Zeit online kommen.
damit die rüberfliegen können. Ich sag ja, vielleicht haben wir das große Glück und ich kann nachher fliegen und helfen. Weil die brauchen echt Piloten. Sonst dauert das echt lange. Ist einfach der beste Platz, Mann. Franzi, du bist eine Ärgerin. Die werden Pech haben, wenn die nicht da sind. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der Juri, der sorgt schon dafür, dass alle runterkommen. Schade, leider haben wir schlechtes Wetter. Nee, Rati, da ist keiner geschwommen. Aber das musste unfassbar gut aussehen abends. Ich wollte hier eigentlich auch nur hingestern. Hab letztens GTA Online gespielt und wollte mal fliegen. Hab's wohl verlernt, 10 Sekunden geschafft und dann abgestürzt. Spielen die da aus, dass die Insel weit weg ist? Ja, ja, klar. Und jeder weiß halt auch, dass Haie im Meer sind, ne? Und da sind wirklich welche. Wer hat das gemoddet? Das ist standardmäßig vom GTA, aber der Juri hat die Insel noch modifiziert mit der Party-Location und so. Der hat das Juri und Slava und so gemacht. Und Itachi ist ein Dankeschön für den Wistab im 4. Monat. Guten Morgen aus 47475. Guten Morgen aus 478. Da saßen auch gestern welche. Mit Sicherheit saßen die welche. Das ist einfach der coolste Platz. It's only game. Yo, Mr. Little Saint, vielen lieben Dank für den Prime Sub und herzlich willkommen. Kürtis sehr. Dankeschön. Moin aus 2-1. Was soll die alte Oma? Du hast auch gestern gefehlt, Mann. Und schade, dass Willi Security machen musste. Boah, wir hätten, glaube ich, mega abgefeuert mit dem Pinsel und so. Der kriegt sowas zu hören, ne, wenn ich wieder drüben bin. Junge, mach dich auf was gefasst. Ne, Twinkie wollte das übernehmen. Ich darf das ja nicht. Ne, es gibt keine privaten Boote zu kaufen auf Unity. Weil unter Rage ist das einfach so, die Wellen sind nicht gesinkt und du stellst ein Boot irgendwo ab an einem Steg und das treibt einfach weg. Du müsstest dafür extra eine Garage bauen und das ist dem der Dev-Aufwand nicht lohnenswert so. Da kommen bestimmt irgendwann mal Jetskis oder so. Weil er dafür einen Fix gibt und einen Workaround. Hau rein, Bloodline, du bleibst Festland. Ja, ja, ab auf dem Erdbeerfeld mit dir. Chef will Häuser bauen. Anker setzen, Funktion implementieren. Eigentlich schon, ne? Hab Gewerbe, was machst du denn? Direkt mit Pinsels Mutter sprechen. Das mit Bishop war auch so gut, mit Twinkie, Alter, dass der da einfach 35.000 uns jetzt zahlen muss, weil er Glücksspiel mit mir gemacht hat. It's only game. Two-Face, Dankeschön für den Prime-Sub im 6. Monat und guten Morgen. Standbar und Verkauf von Kaffee und Kuchen. Standbar. Beim Cube oder was? Ach nee, ich weiß wo. Direkt am Strand hast du dir so eine eigene Ecke gebaut mit Autos, ne? Hab ich gesehen. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Strandbar. Ja, dann hoffe ich, dass du viel Geld verdienst, dass du dir was bauen lassen kannst. Mr. Wolfpack, danke schön für den Restart im 32. Monat. Macht mir einen Kaffee und bringt ein belegtes Käsebrötchen mit salziger Butter. Ich verstehe Leute nicht, die morgens Kaffee trinken können. Also ich vertrage den nicht. Der riecht zwar immer voll gut, Mann, aber ich kann das nicht trinken. Außer Eiskaffee. Beim Erdbeerfeld trifft man nur verrückte Menschen. Ja, die sind alle bekloppt. Wenn man alle 24-7 verschwinden, dann ja. Bloodline, ich werde es mal im Hinterkopf behalten. Dass man in die Richtung vielleicht wird angepasst wird. Ich weiß, was du meinst. Man sollte nicht zur Tankstelle fahren können und sich da schnell satt essen können. Das sollte eher ausgelagert werden auf die RP-Food-Restaurants und so. Dass man sich immer da was besorgen muss. Schokobananen, die sind von der Grove.
Hab ich fair gewonnen beim Würfeln. Kaffee all day long. Aber ist das denn wirklich so, dass wenn du Kaffee trinkst, dass du wach bist? Also so wirklich wach? Klar muss das so sein. Was ist das für eine dumme Frage, Alter? Oh, Junge. Nee, ich nicht. Ich hab Eiskaffee hier stehen. Eiskaffee ist gut. Kaffee morgens ein Muss. Ist das nicht so? Mr. Eidewin, Dankeschön für die Wiese beim 26. Monat und Grüße. Ich werde vom Kaffee müde. Kaffee ist eklig. Nimm mal das Kind beim Namen. Kaffee ist einfach ekelhaft. Kakao, Mann. Ich bin Team Kakao. Oder Team Wasser. Wasser ist auch gut. Wenn man sich daran gewöhnt hat, Wasser zu trinken. Am Anfang fuckt einen das ab, Alter. Aber irgendwann ist das einfach nur Mana. Wasser ist richtig gut. Vor allem, wenn es warm ist. Und auch keine Cola, wenn dann Pepsi. Obwohl Pepsi süßer ist. Wasser ist echt König, Mann. Wenn man Wasser zu langweilig findet, einfach so eine Zitrone rein. Wasser ist Killer, Mann. Hast du schon mal einen Kuchen? Danke. Und guten Morgen, Dirk. Cold Brew. Lass mich in Ruhe, Solti. Mach mich hibbelig oder zwei doppelte Espresso, sonst gibt's sonst nix. Noch nicht mal Energy. Energy trinke ich. Ja, bam. Nee. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich echt viel Red Bull getrunken, mit einem Kollegen auch. Der war auch übel süchtig, Alter. Weiß ich nicht, nee. Bah. Wenn ich an Energy Drinks denke, dann denke ich immer an diese komischen Mischer aus Discos, so. Wodka Energy und dann bist du voll übelig, Alter. Weil du einfach 2 Liter Energy gesoffen hast. Hängst dann da. Am besten noch mit so einem ekelhaften Kaugummi im Mund, der nicht mehr schmeckt. Fanta Exotic beste, ja. Oder Grapefruit Fanta. Auch Killer. Oder diesen sauren Apfel. Ja, Black, der Fisch, hab ausgeschlafen. Ah, Karim, Wasser kann aber auch schaden, ne? Kannst eine Wasservergiftung kriegen. JTB, Dankeschön für die Wiesab im 8. Monat. Und guten Morgen. Energy ist einfach ekelhaft. Einfach 80% Wasser und dann ein bisschen so zum Mittagessen vielleicht mal ein Glas Pepsi. Oder Cola oder Fanta oder so. Man merkt das auch, wenn man diesen Zuckerkonsum sein lässt, das mit den süßen Getränken, nach einer Zeit merkt man das auch, dass man viel konzentrierter ist im Kopf und so. Also ich habe das zumindest gemerkt. Fühlt sich gut an. Malzbier fand das auch geil. Spezi Polana ist gut. Habe ich aber, ich glaube, vor 3 Monaten das allererste Mal getrunken ist in meinem Leben. Habe ich bei Trinkgut gesehen, dachte ich, nehme ich mal mit. Ich trinke eigentlich nur stilles Wasser und dann ab und an Pepsi Max oder Koks. Ja, Schwester Koks, Schwester Kusch trinkt auch immer Pepsi Max. Ne? Hab ich mal probiert, das ist einfach, ich finde das einfach absolut ekelhaft. Außer wenn es ganz kalt ist. Schwester Koks. Weil dann schmeckst du nicht diesen komischen Zucker-Dings da, Ersatz, was da drin ist. Weiß grad nicht, wie das heißt. Morgen, Kodia. It's only game. Rastafari, danke schon für den Prime im 3. Monat. Was ist das denn für ein Emote, Alter? Aber der Typ hat einen Emote hochgeladen ohne transparenten Hintergrund? Das ist doch gar nicht möglich. Was ist das denn für ein Emote, Alter? Bruder. Hallo, MDK. Krümmel-Eistee und dann von ja, Baba. Hat mein älterer Bruder immer gesoffen, das Zeug. Ich fand das einfach nur ekelhaft, wie das aussieht, so unten. Wenn da die Plürre rumschwimmt, was sich nicht aufgelöst hat. Ja, moin. Wir fahren gleich mit dem Fahrrad nochmal runter. Da wird bestimmt irgendwann einer aufwachen. Mit dem wir ein bisschen erpähen können. Wenn nicht, gehen wir wieder pennen.
Stunde heute, ja. Mir geht's gut, nein, aber ich hoffe dir auch. Ich hoffe, du hast viel Spaß in der State Pommes noch. Ich guck ab und zu mal bei Caleb rein. Aber irgendwie catcht mich das nicht. Bestes Kiezmische, sau lecker. Was ist ein Kiezmische, die da? Erzähl mich. Hallo zur Beste und guten Morgen. Aspartam, genau, Basic. Wie, du bist bei uns unterwegs, Nana? Auf Unity? Ich finde dich ein Twinkie Junge. Ich kenne auch deine Stimme. Ich hab dich noch nicht gehört. Oder hab das nicht gecheckt. Nee, ich guck nur bei. Ach so. Community. Hat zwar seine Fehler und seine Macken, ist aber wunderschön hier. Bringt das was? Güffi, lass dir keinen Rat geben. Der ist Seamaster. Der bringt dich nur auf böse Gedanken. Boah, da hinten war ich ja noch gar nicht. Hallo Gaming Sister, guten Morgen. Ob was schmeckt, Gefühl? Ich hab das nicht gelesen. Ich hab nur gelesen, dass du gesagt hast, du bringst das was. Ist das die Villa da hinten? Mr. Wurfpizza, danke schön für den Resub im 14. Monat und guten Morgen. Wo ist der Juri? Ich wollte mit denen auf Terrasse frühstücken. Der Penner. Oha, das ist ein Leuchtturm. Nee, ich kann mir das ganze Zeug nicht geben. Diese ganzen Energy-Dinger und so. Aber jeder hat ja seinen Geschmack, ne? Ach ja, diese Pulle, ja, ich weiß, was du meinst, Gefühl. Das hab ich auf. Die haben auf Reddit dafür Werbung gemacht. Dann finde ich das schon nicht seriös. Kurt Hansen, danke schön für den Restart im 8. Monat und guten Morgen. Nana, 500 Leute zu Primetime. Der Server ist so gut wie immer voll. Einfach ganz normale Whitelistung, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier whitelistet. Ich glaube, das ist ein Fragebogen. Und dann kurz dazu seinem Charakter schreiben. Dann wirst du eingeladen und fertig. Nee, das ist nicht. Für einen RPler ist das nicht schwer, auf gar keinen Server zu kommen. So, und du bist ja RPler. Dir sollte das mega easy fallen. Es hat aber, wie gesagt, ein bisschen, wenn man von State kommt, dann wirst du merken, dass einige Features fehlen und so, aber das ist komplett egal. Ich sage nämlich immer wieder, es kommt nämlich nicht auf die Features an, sondern auf die Leute, die da spielen. Und hier sind 80-90% alle sehr freundlich so. Klar gibt es welche, die ausreißen und irgendwelche verrückten Charakter und so. Und manchmal ist auch irgendwo ein bisschen Ärger. Aber du findest Leute. Meine P ist nur so gut wie das von dem Gegenüber. Ja. Gibt viele normale RPler, sag ich mal. Die sich gerne irgendwie so untereinander organisieren und zusammenarbeiten gehen oder irgendwo stehen und sich unterhalten. Gibt ein paar Dullis natürlich. So wie mich. Gibt extrem viele Polizisten. Gibt viele große Gangs. Aber eigentlich erlebt man immer was. Sogar Shorty hat Whitelist geschafft. Ja, im dritten Anlauf. Mein Char ist ein Pet, ja. Aber könntest du, ich weiß gar nicht.
Ich glaube, ich weiß nicht, aber könntest du dir, glaube ich, auch geben lassen. Also könntest du nachfragen. Oder nur als Zweitcharakter, ich bin mir nicht sicher. Der kann sich tatsächlich umziehen, ja. Aber es gibt halt nur extrem wenige Klamotten dafür. Da kümmere ich mich momentan drum. Guck, der Hut zum Beispiel, den ich auf habe. Eigentlich auch das T-Shirt, leider funktioniert das so nicht. Momentan, das funktioniert eher so, dass du im Kleiderlang gehst und den Blueprint dir anschaust und dann hast du das an, ohne zu kaufen. Bis nächste Mal das Game crasht. Twinkie zum Beispiel mit ihrem Charakter viel, viel mehr Variationen in Klamotten. Ja, Basic, die haben gestern Drogen hier auf die Party geschmuggelt, Alter. Der verkackte Junkie Park. Die haben die ganze Insel überschwemmt mit Drogen. Und das sogar kostenlos. Ohne Geld dafür zu nehmen. Einfach für die... Oh mein Gott. Einfach für die Party. Junkie hat die besten Hosen. Was heißt denn, dass denn Chan ein Petcher ist? Das nennt man so. Wird aber nicht Pet geschrieben, sondern P-E-D. Pedestrian oder so wird das ausgesprochen. Ein Zivilist, ein NPC-Spieler. Peanut läuft ja eigentlich im Single... Alter, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, da wäre ein Berglöwe irgendwo. Peanut läuft ja eigentlich im Singleplayer, also als Zivilist in der Stadt rum. Für die Kulisse. Aber ich bin seit 3 Jahren auf Stage, sich da zu trennen ist schwer, aber mir reicht es, solche Idioten so zu gucken. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, du musst ja auch da was aufbauen, ne, damit du da was erreichst. Da musst du ja richtig viel Zeit investieren, Alter. Mit die ganzen Kackfirmen und so. Ich fand Stage eigentlich gar nicht so schlecht. Was mich nur abgefuckt hat auf dem Server, und das ist auch kein Hate oder so, sind diese... Da gibt's eine Menge falscher Spieler. Und da gibt's echt eine Menge falscher Spieler so. Die über Leichen gehen und an die Ziele kommen, die versuchen zu verarschen und so, was Business angeht. Und mit Sachen ankaufen. Die sehr, sehr, sehr komisches Verhalten an den Tag legen auch. Weil die nur fokussiert darauf sind zu farmen, ist halt Economic Roleplay. Weil es ja nicht so schwer war. Es ist ganz, ganz, ganz komisches Feeling, ist da oft leider auf dem Server. Features sind top, kann man nix sagen. Auch der Crane da, der Projektleiter, ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt nur Projektleiter da ist. Der war auch cool und so. Caleb, seine Truppe und so. Und Abdulu. Und Mello. Aber selbst die waren dann irgendwo ein bisschen komisch. So dieses Rumstehen mit Langwaffen auf dem Rücken, dieses irgendwelche Gangs bieten da auf Waffendinger mit und das hat alles einen ganz komischen Beigeschmack. Und man hat gemerkt, und ich sage, wiederhole das nochmal so, ich will den Server nicht haten. Man hat sehr, sehr stark gemerkt, dass da unheimlich krass Vitamin B am Start ist. Ganz, 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 ganz böse. Ganz böse. Und das ist dann kein Server für mich. Weil überlegt einfach mal, ihr geht auf einen Server und ihr farmt da, weil Economic Roleplay. Und ihr verbringt da über ein Jahr eurer echten Zeit, um euch da was aufzubauen. Und der Typ, der rechts neben dir steht, der kriegt einfach alles in einer Woche oder so, weil er die übelsten Connections da hat, zum Team und zu Supportern und so. Und die sich gegenseitig da supporten. Auch mit Insider-Informationen, ne? Es gibt Leute, und das weiß ich, weil, hallo, ich bin Kurt, das so. Die Leute sagen mir das. Und die Leute zeigen mir das. Weil die mir vielleicht positiv gegenüberstehen. Und es gibt Leute, die testen auf einem Testserver und die wissen, yo, X und X wird kommen und du brauchst X und X dafür. Und die benutzen diese Information. Oh, davon ist jemand. Machen wir doch noch ein bisschen EP.
Also die gehen auf den... Ach du Spaß, das ist ungewohnt, Alter. Die wissen halt, was im nächsten Update an irgendwelchen Mets kommt oder so ein Shit oder irgendwas zum Craften. Und die benutzen das IC schon und tauschen das untereinander. Und das auf dem Economic Replay Store. Check, we lit! Jetzt nehme ich dich nicht mehr ernst, toll. Tagsam. Halt stehen bleiben, Polizei! Hände hoch! Hier spricht die Küstenwache. Oh, du bist eine Ärztin. Ja. Da bist du besoffen noch? Nee, ich bin die ganze Zeit im Dienst. Und was ist mit dir? Nix vor Fahrrad. Davon ist ein Truck auf, wenn du Hunger hast, ne? Ja. Da ist aber nur noch geschmolzenes Eis drin. Naja, besser als nichts. Das stimmt. Ja. Hast du noch was zum Essen oder brauchst du was? Nee, ich hab noch. Brauchst du was? Nee. Willst du ein paar Drogen? Wie habt ihr die rübergebracht? Ha, weiß ich nicht. Das waren die Gangster. Ah. Ich doch nicht. Sehe ich aus, als wäre ich ein Drogendealer? Nein, alles aber gut. Aber ich bin einer. Zumindest hier. Mein Drogendealer-Name ist Bibi. Ja. Bist du irgendwie verletzt oder Alkoholreste im Blut? Nö. Ich habe nur ein Likörchen getrunken. Okay, gut. Bist du verletzt? Nö. Ich habe gestern Alkohol schon mit im Blut. Im Dienst nie. Ach komm, du hast doch bestimmt ein Schnippiges getrunken. Nee. Ja, ja, ja. Deshalb torkelst du auch hier so rum. Nee. Mach ich nicht. Ich habe schon nach Alkoholleichen gesucht, aber keinen gefunden. Aber da ist einer am Meer geschwommen. Ich glaube, der war tot. Der ist aber weggetrieben. Ja, ich guck mal so ein bisschen nach dem rechten Security oder so. Hast du jetzt auch noch nicht gesehen, auch oder? Auch noch nicht. Ich glaube, die pennen alle nur. Ja, ich bin hier die Security. Ah. Ja gut, ich habe momentan auch noch niemanden gesehen außer dir. Also auch keine Machetenmänner, Berglöwen, sonst was. Was das sei bloß vorsichtig! Gestern. Sei bloß vorsichtig! Ach, den Berglöwen habe ich gestern schon zusammengeflickt. Oh, wurde der angeschossen? Nee, der Machetenmann ist auf ihn losgegangen. Hast du den Machetenmann gesehen? Ja. Hat der wirklich keine Hose angehabt? Nein, der hat nur obenrum was an. Also hat man seinen Schniepi gesehen? Ich war nicht nah genug dran, dass ich das hätte sagen können, aber da war halt den Kleinen. So ein Loser. Keine Ahnung, aber wenn er schon der Security den Mittelfinger zeigt und mehr oder weniger kurz davor ist, mit der Machete auf sie loszugehen, dann ja, gehe ich lieber mal ein Stück weg. Besser ist das. So, ja. Dann such du mal nach deinem Patienten, ich fahr weiter Streife. Mach das. Wenn was ist, schreist du. Ich hab ein Handy. Hier. Ich kann Hilfe rufen. Okay. Hilfe! 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 Was ist mit Tina? Flick, ich meine nicht Unity. Ich meine Dings, State. Na klar gibt's überall immer Schafe. Schatzschafe. Aber wozu deine Zeit irgendwo verschwenden, wenn du weißt, dass Leute mit unfairen Mitteln spielen. Weißt du, du kannst legit... Ich mach das mal im Ausmoment. Stell dir vor, du nimmst dir einfach vor, so der, wenn das dein Ziel ist, irgendwie ein reicher Spieler auf dem Server zu werden. Oder sogar der Reichste. Du kannst gegen Insider-Informationen aber nichts machen. Und das ist nicht mal das Frustrierende. Das Frustrierende ist, dass... und da hatte ich auch Beweise dazu gesehen, zu der Zeit, wo ich da gespielt habe. Ich sag nicht, dass das heute noch so ist, das war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt so, dass gewisse Gruppierungen einfach gedeckt wurden und die Narrenfreiheit hatten. Und wenn du das schon merkst, merkst du auch so, dass das Team irgendwo am Arsch ist. Und dann würde ich meine Zeit niemals da verschwenden. Da würde ich lieber auf einen leeren Server spielen, mit 5 Leuten. Oder gar nicht mehr. Guck mal, den Langweil. Ruhe. Ich bin Peanut. Mm. Raven, im Prinzip kannst du nicht sagen, dass ein Server schlecht ist. Weil ich sag mal so, wenn du so ein normaler Spieler von einem Server bist, bekommst du die Sachen, die ich gerade gesagt habe, eh nicht mit. Weißt du, was ich meine? So, das soll jetzt nicht arrogant klingen. Aber wenn du ein ganz normaler Spieler bist, so, der seine Zeit vertreibt und ein bisschen reindaddelt und so,
bekommst du das nicht mit und deshalb interessiert es dich auch nicht. Jeder Server ist gut und jeder Server hat seine Daseinsberechtigung. So auf GVMP ist alle sind gut, Mann. Also alle Großen. Gibt doch bestimmt Kleine, die gut sind. Im Prinzip sind alle gut. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Die einen haben das Feature und so ein Team, die anderen haben die Features und so ein Team. So, und ich lege halt Wert auf ein gutes Team, wo kein Admin-Abuse gemacht wird. Wo nicht der Projektleiter denkt, der wäre der König von Mallorca, Alter. Und irgendwie versucht, die Leute zu unterdrücken. Weißt du, und sich allen Scheiß addet und ausrastet in seinem Stream, wenn irgendwelche RPler machen und die sofort wegbannen und so, weil denen das nicht passt, was die tun und den ganzen, darauf lege ich Wert. Und das ist einfach hier gegeben. Das ist einfach eine Tatsache. So, Tai, als einer der Projektleiter, das sind halt die chilligsten Dudes hier, das ganze Team, Mann. Die wollen auch einfach nur Spaß haben. Und die haben auch Spaß. Und da interessiert mich das nicht, ob die eine Twitter-App haben oder nicht, oder das nicht haben, das nicht. Und ich finde das sogar so gut, dass ich mich mit eingebracht habe und meine Hilfe angeboten habe. Die auch akzeptiert und angenommen wird. Ist immer besser, an einem Strang zu ziehen. Davon fragen wir alles so, was zu sagen hat. Das ganze Team hat was zu sagen. Hier gibt's nicht einen Obermuffi. Die haben jeden Sonntag eine Teambesprechung, wo die irgendwelche Bands und sowas klären und Feature-Requests und so ein Shit. Erinnert mich ein bisschen wie an Alternate so. Ste und ich haben uns gut ergänzt. So, er war einfach die Härte. Und hat auf alles geschissen, weil er genau wusste so, wie er das zu handhaben hat und zu handeln hat. So, den konnte nix schocken. Da könnte keiner hingehen und Drama machen auf Twitter oder so, weil er die alle zerschossen hat. Und ich war halt derjenige, der so gerne zugehört hat, was die Community sagt. Juri war auch Dev. Aber der hat seinen Dev-Status wieder abgegeben, weil er zu stressig für ihn wurde. Er ist halt der Architekt, er ist halt der Modder. Exklusiv für Unity und für seinen Patreon. Für andere Server auch. Wo war ich hier noch nicht? Ich glaube, wir waren schon überall. Ist kein E-Break. Ich wurde von dem Projekt ausgeschlossen, weil ich bei der Whitelist mit meiner Maus gescrollt habe. Fand ich schon hart. Ich habe nebenbei nur meine E-Mails gecheckt. Fand ich echt hart. Hatte keinen Bock auf den Server. Das Ding ist bei der Whitelistung, wenn die das hören, dann denken die, du guckst dir die Regeln oder so ein Shit an, ne? Das sollst du ja vorher machen. Klar ist das irgendwo ein bisschen komisch, wenn man sich bewerben muss für einen Server oder so. Aber die bestimmen halt die Regeln. Das ist deren Server und das sind die Götter da. Und wenn die sagen, yo, guck während des Whitelist-Gesprächs in-game nicht irgendwelche E-Mails nach und guck dir nicht die Regeln an, oder aber fix dein Mikrofon, weil ich muss dir ehrlich sagen, das nervt übel, wenn die Leute auf einem RP-Server mit einem schlechten Mikrofon rumrennen oder mit einem Mikrofon, was nicht eingestellt ist, wo man die Tastatur hört und atmen und irgendwelche Hintergrundgeräusche und so. Das zieht ein bisschen die Immersion so in den Dreck. Mich nervt das übel. Ich mag das auch nicht. Deshalb disse ich die Leute im RPO meistens und sag, hör auf, in eine Dose reinzusprechen und so. Es ist einfach nicht cool. Da darfst du nicht abgefuckt sein, wenn die dann sagen, hör auf damit. Ne? Muss man noch ein bisschen sich an die eigene Nase mal fassen und gucken, ob man vielleicht irgendwas falsch gemacht hat. Oder was macht das, damit man andere nicht nervt und stört. Oh mein Gott. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Oh mein Gott. Deine Stimme ist so wichtig, wenn mit keinem Spiel eine schlechte Quali hat. True, true. Und Best Fanatic, danke schön für den Gifted Sub an den Super Ingo. Ja, das nervt halt. Das nervt halt einfach. Es nervt halt. Der Typ im Krankenhaus, Alter, der uns beleidigt hat, so als wir angefangen haben zu spielen. Mit seinem komischen Mikrofon, Mike, Alter, der hat mich einfach nur genervt. Und dann verhält er sich auch noch wie ein Idiot in meinen Augen. So, und ist sinnlos am Reinbeleidigen und denkt, der wäre lustig, so. Ja, Frühstücksfernsehen. Wir machen ein bisschen Talk und gucken, ob wir irgendwelche Alkoholleichen finden. Einen haben wir schon gefunden.
Obwohl, ne, war Medizinerin, die war nicht besoffen. Ist ja gleich schon 10 Uhr, die Leute kommen. Allein die Stimme verleiht ihm Schalengesicht. Ja. Schlechtes Mikrofon ist schlimmer als unkreativ sein. Einfach dem Charakter so einen gewissen, so ein bisschen Pfeffer verleihen mit irgendwas. Warte mal, hier war ich doch schon, oder? Bin auch noch keinen Monat hier. Kollege hat mir ein YouTube-Video von dir gezeigt und seitdem fast immer da. Einfach mega Unterhaltung bei dir, euch. Und auch der Chat ist schillig, deswegen so einige Fragen ab und an. Immer, Kai, immer. Ja, der Chat war mal anders. Es gab mal eine Zeit, da wurde echt viel Backseat-Gaming gemacht und Meta und bisschen RP-Polizei gespielt, obwohl davon haben wir uns noch nicht befreit, vor allem ich nicht. Ich nehme mir dazu immer vor, irgendwie nichts zu bewerten oder so, aber ich mache das trotzdem unterbewusst. Aber ich meine das nie böse. Ich will niemanden angreifen. So, ich sage immer nur das, was ich denke. Oder was mir nicht gefällt. Aber das ist auch mein Stream, hier kann ich eh sagen, was ich möchte. Wie schön. Ich hab zwar keine Kamera dabei, aber... Geht noch nichts, Chat, geht noch nichts. Müssen wir nur ein bisschen warten. Bis die ersten aufwachen und dann auf dem Weg zum Erdbeerfeld sind und merken, dass die nicht rüber können. Ja, bewerten passiert zwischendurch, aber es gibt Toxic-Streams, ne, das wird bei mir nicht geben. Ich hatte dieses Gehate gegen andere Spieler. Es gibt Streams, wo die Streamer das gar nicht interessiert, ob die Meta machen und Backseat und ob die sich beleidigen und ob die andere IPler beleidigen und so. Ich habe hier lieber 100 Leute, die vernünftig sind, anstatt 4000, Alter, und die alle rumspammen wie eine 7B. Ich bin ganz ehrlich. Aber wenn sich das finanziell oder so nicht lohnen würde, um Fulltime-Streamer zu sein, so. Aber so ist das einfach. Ich scheiß da komplett drauf. Wenn ich irgendwie auf Zuschauerzahlen gehen würde und auf Subs und den ganzen Müll, Alter, würde ich auf irgendeinen Fairfam-Server gehen. Und mir da Admin-Rechte geben lassen, 1000 Angebote schon bekommen per E-Mail, Alter, und da reintrollen lassen, fuck. Und wir die ganzen Kiddies da wegballern und so. Und einfach nur Scheiße bauen, weil das ist nämlich dann Content. Super lustig, juhu. Aber das macht halt jeder so, wie er meint und richtig halt. Auch kein Diss an dieser Stelle. Ich habe vielleicht keine 4K bei Ruhe im Stream, das war mir nicht so. Hat sich aber zu damals auf jeden Fall gebessert. Wir sind ja auch damit groß geworden, ne? Ich mach den Scheiß seit 2017, Alter. Und ich habe direkt mit Gang-RP gestartet. Dann ist 5M der richtige Server. Also ich finde knapp 1000 Zuschauer auf dem Sonntagmorgen ist schon eine Hausnummer. Eine Nummer. Klar ist das eine Nummer. Ich hoffe, 1000 Leute stehen vor dir. Und ich mach grad nichts mehr. Ich will mit den Kiddies Radfahren bis heute Abend. Göttberg, pass auf dich auf. Und viel Spaß mit den Kids. Was ich an dir mag, ist, dass du nie hier abgehoben bist. Das hab ich, ja, was heißt, das hab ich jemanden zu... Ja doch, eigentlich schon. Rakim damals hätte mal sehr darauf geachtet. Guten Morgen. Ich hab nur einen. Hier, ich hab ihn noch gar nicht aufgemacht. Weil ich keine Lust darauf hatte. Nee, ich wollte Wasser trinken. Ja, ja. Bist du gerade wach geworden? Willst du guten Morgen sagen? Schwester Kusch? Mein Handy liegt da. Guten Morgen, Chat. Schwester Kusch sorgt, dass der nicht abhebt. Das Ding ist, wenn du hochfliegst, fällst du auch sehr, sehr tief. Ich hätte auch anfangen können, mir damit eine Wohnung zu mieten, die 1000 Euro im Monat kostet und so, weil ich das... Weil das Geld einfach da war oder so, aber ich bin einfach in meiner Crackbude geblieben. Bis zum bitteren Ende. Und warum sollte ich denken, dass ich was Besseres bin? Ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Nur dass ich bescheuert im Kopf bin. Ach, weil ich vorhin gesagt habe, Schwester Koks, weil ich nur müde war. Ich wollte Schwester Kusch sagen. Ich bin schon wieder ausgewichen. Ja,
Ach, Quatsch. Wir vergessen dann wieder. Der Chat vergisst immer. Der ist müde und lieb. Sie bin ich alle ein wenig blöde, ja, klar. Aber wer bin ich denn, Alter? Tschüss. Nee, danke. Danke. Internet vergisst schnell. Ja, aber ich folge dir ja schon seit Ewigkeiten und was dich einfach sympathisch macht, ist, dass du einfach nur Fun hast und es mit uns teilst. Ja, wofür machst du das denn sonst? Ha. Kraftmeier, danke für Luisa am 12. Ein Jahr. Stimmt, dankeschön. Entschuldigung, kannst du auch auf einem Rad fahren? Ne, mit dem geht das leider nicht. Sonst würde ich hier schon über die Berge springen. Kann froh sein, die kein BMX hier haben. Ja, aber wofür macht man das denn? Wofür streamt man denn? Natürlich, um das zu teilen. Und wenn man vielleicht nach einer Zeit, wenn man viel Glück hatte, davon auch ein bisschen abhängig ist, ne? So, das kommuniziere ich, aber das wisst ihr auch selber, aber das muss ich auch gar nicht kommunizieren. Klar bin ich hiervon abhängig. So, wenn ich damit aufhören würde und so, würde mein ganzes System einbrechen. Für Geld, ja, klar geht es auch um Geld, ein bisschen. Also nicht darum, um viel Geld zu verdienen, sondern dafür, dass die Kosten und alles gedeckt sind. So, ich zahle meine Miete, ich zahle alles davon. Ich bin Fulltime-Streamer. Klar, da wird jeder lügen, wenn er sagt, ich mache das hier nur zum Spaß. Ich vermisse die Zeit nicht auf VL, weil immer neue Zeiten kommen, die sind auch gut. Ich erinnere mich gerne dran zurück, weil das schöne Momente waren im EP. Im Spiel, klar. Hier auch nicht zur Arbeit, weil es Spaß macht, eben. Ich habe aber das große Glück, dass meine Arbeit Spaß macht. Und ich sitze nicht hier und denke an die Kohle. Ich mache das, weil es Spaß macht. Und ich kann damit Sachen zahlen. Aber ihr habt schon mal gesehen, wenn ich will und keinen Bock mehr habe, höre ich auch einfach auf. So, wenn ich die Schnauze voll habe. Ich meine, ich habe ein Jahr gedodged. Ich bin von heute auf morgen einfach verschwunden. So sehr hänge ich da dran. Tue ich nicht. Irgendwo ist man abhängig, klar, aber ich quäl mich nicht und mache das hier, weil ich dann denke, yo, wenn ich damit aufhöre, muss ich normal arbeiten gehen, scheiße. Oder wenn ich damit aufhöre, normal arbeiten gehe, dann ist das so. Dann habe ich eine wunderschöne Zeit erlebt. Dann kann ich von mir selber mal sagen, yo, ich habe mal 1000 Leute so unterhalten. Oder tausende Leute unterhalten. Also, ne? Das ist ja irgendwie ein Stempel dafür, dass man lustig ist. Und jetzt beginnt einfach das Leben. Außerhalb von dem Spiel. Oder von den Spielen. Geht einfach weiter. Let's go. Ab geht's, Junge. Ich würde ja niemals sitzen und dann rumholen, Alter. Und dann immer wieder versuchen, ein Comeback zu feiern. Shinix, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps, Mann. Dankeschön. Und Zanbrandi, dankeschön für den eingiftet Zap an Milestone. Bei mir ist es für 450 Euro Job und es ist nice. Nebenbei. Man macht das einfach nicht für die Kohle. Ganz einfach. Man macht das, weil man Spaß dran hat. Und der Rest kommt von ganz allein. Lieber einen Job, in dem man weniger verdient und happy ist, oder einen Job, in dem man sehr gut verdient, aber sich quält. Natürlich die erste Variation. Was bringt dir das, wenn du arbeiten gehst, viel Geld verdienst, aber unglücklich bist? Da macht deine Psyche doch gar nicht mit. Also meine zumindest nicht, Alter. Ich bin... Oh, da fängt an zu regnen. Doch, das ist Donner. Ich hör Donner. Du Ehrenmann, Dirty war schon dick lustig mit dir. Dirty war richtig geil, Alter. Vor allem Crips, Riders und so. Pappkarton, nix Pappkarton. Tierärztin, du musst meinen Freund Haschisch musst du heilen. Man sollte sich auf jeden Fall niemals darauf ausruhen. Wenn man hoch fliegt, dann fällt man tief. Du könntest morgen da stehen und 10.000 Zuschauer haben und 20.000 Subs und dir einbilden, jo, ich habe es jetzt geschafft, so. Aber erstens halt die Zahlen. Und zweitens sei aktiv. Und zieh das durch. Weil der Drop kommt. Irgendwann kommt der. Irgendwann ist das Neue und Lustige auch wieder alt und unlustig. Und dann stehst du da.
poste ab 1 Minute länger streamen. Was für ein Quatsch. In meinem Fall habe ich einen guten Job, der mir Spaß macht und gutes Geld. Dann bist du eigentlich, der glücklich, leider nicht glücklich. Darüber definiert man ja kein Glück. Auf jeden Fall hast du weniger Probleme und kannst stolz darauf sein. Ui. Ui, Mama. Eigene Party-Location, Alter. Ui. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde manchmal nicht die richtigen Wörter dafür. Ist auch nur früh. Klar, man wäre vielleicht gerne so erfolgreich wie Monte zum Beispiel, aber der Druck dahinter könnte ich zum Beispiel nicht aushalten. Dann lieber klein, aber fein. Du, man gewöhnt sich dran. Denke ich. Kann man hier hoch? Scheint nicht. Ich denke, man gewöhnt sich dran, wenn man so groß ist. Aber das ist halt irgendwie auch ein Deal mit dem Teufel, ne? Wenn du dieses YouTube-Twitch-Ding nicht wirklich lebst. Weil du tauschst halt dein Leben dagegen. Du bist präsent, immer. Die Leute gucken auf alles, was du tust. Und unter diesen vielen Leuten gibt es immer Leute, die dich kritisieren. Oder einfach nur beleidigen. Und das musst du wegstecken können. Da musst du professionell mit umgehen dann. Wenn du das für Geld machen würdest, dann würdest du dein Stream aussehen wie die meisten mit Sub-Goal und Donation-Goal für meine Welt. Wenn es mir um Geld gehen würde, dann würde ich einfach Raid Shadow Legends Placements machen. Dann würde ich einfach jeden bescheuerten Sponsor, der mir schreibt, annehmen, Alter, und würde den ganzen Stream volltackern. Ich hatte fast über ein Jahr gar keinen Donation-Button drin. Ich habe den reingemacht für die Meme. Weil ich das lustig fand, Alter, mit der Tinkepäckchen-Spardose-Ding da. Und das Geld, was man durch Donations reinkommt oder so, wird nach Versteuern, mache ich da auch nicht großartig mit was so. Das ist für die Katze und so. Das ist einfach eine Meme-Kasse, Alter. Dafür kaufe ich nächstes Mal hier so ein Dings. Wie heißt das hier? So ein Körbchen für die Katze. Für den Schreibtisch. Und so eine Fensterscheibe gibt es, so eine Hängematte, habe ich gesehen. Die sieht auch fresh aus. Weil die Katze ist oft am Fenster und guckt raus und beobachtet Vögel. Ich glaube, da freut die sich drüber, wenn die das auch hier oben bei mir hat. Hallo Chip, guten Morgen. Wenn man so groß ist wie Monte, wird alles veröffentlicht. Dafür musst du nicht so groß sein wie Monte. Das wird schon veröffentlicht, wenn du 300, 400 Zuschauer hast. Selbst bei 100, Alter. Soon. Ja, Schwester Koks muss sich darum kümmern. Ich habe doch keine Ahnung davon. Rein in die MMOs und Gaming-Pulver. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich vier richtig gute Mentoren auf Twitch hatte, als ich angefangen habe zu streamen, die mir direkt Werte vermittelt haben und mir das Game so ein bisschen erklärt haben im Internet, weil ich hatte keine Ahnung davon. Ich hab gedaddelt und hab gespielt, bevor ich angefangen habe zu streamen. Und ich hatte auch Kontakte zu Streamern, ne, wie Daniel Moondai, die riesengroß waren und bekannt waren. Und das hat mich einen Scheiß interessiert, weil ich einfach nur zocken wollte. Aber ich hatte halt einfach das größte Glück, dass die mir die Werte vermittelt haben. Und mir das erklärt haben, Alter. Und gesagt haben, yo, pass auf, wenn ihr so einen Sponsor schreibt, ne, wie so eine Firma mit K&P, die irgendwelche Keys resellt, so, dann musst du das für dich selber wissen, ob du das unterstützen möchtest, weil das ist meistens immer alles auf Kreditkartenbetrug und blablabla bla bla aufgebaut, so. Na klar ist das viel Geld, was du dafür kriegst. Ich glaube, ich hatte damals ein Angebot von $2,500 oder so, nur für eine Chatnachricht und für einen Banner unterm Stream und 3 Posts auf Twitter jeden Monat. Irgendwie so. Musst du halt wissen, ich würde nicht machen. Ich habe den Rat befolgt, weil ich mich da nicht mit identifizieren konnte. Weil ich gesagt habe, scheiß drauf, scheiß auf die Kohle, die du da kriegst. Fick drauf. 3 oder 4, ich weiß nur von Daniel und Stay, ja klar. Der Dizzy, Nils auf jeden Fall und Sascha. Egal. Egal war der Erste, mit dem ich mich getroffen habe, als wir über Meckes hingefahren sind, was gegessen haben und so. Der mir auch viel erklärt hat. Und mir viele Sachen gesagt hat. Vor allem das, was Privatstuff zu tun hat, ne, so.
dass es sein kann, dass deine Freunde komisch darauf reagieren, wenn du mit deinem Hobby Geld verdienst. Und zwar, wenn du Glück hast, so viel Geld, dass die das nicht nachvollziehen können. Und dass es da auch Ärger geben kann. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, jo, das wird mir niemals passieren so. Und tatsächlich ist es eingetreten. Und dann sitzt der kleine Curtis hier, der eigentlich keine Ahnung von dem ganzen Shit hat, Alter. Und eigentlich nicht berühmt, in Anführungszeichen, sein will. Und ich habe Brüder mal, mit denen ich so viel Shit erlebt habe und so. Und die verhalten sich dann auf einmal komisch. Das fickt deinen Kopf, Alter. Ist alles eingetreten. Ja, war immer, da steckt immer viel Wahrheit hinter. Wenn du für etwas Werbung machst, musst du dahinter stehen. Ja, schwierig wird nur, wenn du was hast, wofür du Werbung machen würdest, aber das Produkt oder so selber nicht benutzen würdest. Ich hatte zum Beispiel ein Angebot von, wie heißt die Kacke? Oh, nicht die Kacke. Von dem Energy Drink Effekt. Ist ja eigentlich eine etablierte Marke und so. War ich echt lange am Überlegen, habe ich auch viel mit dem Chat hier geredet noch. Hab gesagt, yo, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ich glaube, 90% haben gesagt, scheiß drauf, nimm die Kohle mit, mach einfach. Ich habe es aber im Endeffekt doch nicht gemacht. Das wären so, ich bin ganz ehrlich, wenn das wirklich so die Zahlen einbrechen würden, das wär so der letzte Puffer, so der letzte Dings, den ich versuchen würde, das hier alles noch am Leben zu halten. Indem ich dann gewisse Sachen einfach annehme und vielleicht einmal im Monat ein Placement mache für ein verkicktes Handygame. Aber zum Glück bin ich nicht in der Lage, also in der Situation, dass ich das machen muss, damit das hier weiterleben kann. Und deshalb werde ich das auch nicht tun. Scheiß drauf. Dann kommt dein Buch. Curtis, für mich richtig alten Zeit mit Grove Street RP. Wieso machst du das nicht mehr? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Weil das alt ist und nicht mehr lustig. Die Zeiten sind vorbei. Milo J. Ja, das ist 2017 gewesen, Mann. Das ist 4 Jahre jetzt, ja. Ich könnte nicht 4 Jahre jeden Tag das Gleiche machen. Spielen. Stell mal vor, wir würden immer noch in der Grove hängen, Alter. Was sollen wir zeigen? Boah, was ist mit Kürtis passiert? Ich habe ein Angebot von so einem Drink bekommen, will ich nicht trinken. Ach, scheiße. Ist das so, Inselaffen? Danke. Ihr hättet irgendwann das Gang-RP durchgespielt. Das Gang-RP, da haben wir schon lange durchgespielt. Also ich zumindest. Ich soll nicht arrogant klingen, Alter. Aber mich schockt nichts mehr. Wir spielen und ich höre irgendeine Story und ja, wow. Wir haben eine Schießerei und ich denke mir, ja, wow. Ich stehe im RP und wir haben eine Schießerei und ich lache mich tot, Alter, weil ich das so affig finde. Curtis ist halt alt und dick geworden und nennt sich jetzt Peanut, genau. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Eigentlich bin ich noch Curtis. Johnny, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Okay, ich verstehe, aber ich hatte mal richtig Loveflash bei Growth RP. Bruder, da musst du mal Peanut kennenlernen, glaub mir. Wenn du schon dachtest, das ist schon... Ich finde, das ist meine Meinung, ich finde Peanut ist schon weit über the top über den alten Curtis von der Growth. Aus GTA-Live-Zeiten. Was ich gestern hier gelacht habe, allein bei der Party mit Twinkie, Alter, ne? Wenn das schon so an die Substanz geht, dein Körper schon darauf reagiert, weil du zu viel lachst, Alter, weil du einfach erschöpft davon bist, dann ist das ein echt gutes Zeichen. Das war einfach nur herrlich. Das war gestern sogar besser als der Mad Monday, Mann. Ich weiß nicht, wie man das noch überbieten soll. Das gestern hätte man, glaube ich, nur überbieten können, wenn Pinsel und so nur dabei gewesen wären. Opa. Ach, Opa. Ja doch, Opa Willi und auch Oma Turtle. Grüße gehen raus an die VOD-Shower. Meinst du deinen neuen Charakter? Ja, ja, Jay, der hier, das ist der Peanut. Das ist aber eigentlich Curtis im Zeugenschutzprogramm. Ich hab's mir gut gehen lassen. Streamer-Plauze. Peanut ist viel lustiger, der einfach viel freier agieren kann. Ist so. Beste Entscheidung. Grüße gehen raus an Nifty Life, wo ich den Charakter gemacht habe und kreiert habe. Ich musste vorgestern so lachen, als du Twinkie das gebeichtet hast mit dem Glücksspiel. Ich hab grad Oma Twerkel verstanden, gefällt mir. Dana, da gibt's nicht viele Stellen mit Ton, leider, aber
großes Glück, Da Vinci hat alles nebenbei aufgenommen, live, und der wird da ein dickes Dings draus machen. Ich hoffe, Marzi hat das auch gehört jetzt. Da wird ein Best-of kommen von diesem Dings. Ich glaube sogar so ein Special-Ding, ich hoffe. Mal gucken, was der jetzt zaubern kann, der Junge. Das ist einfach... Ich lag gestern im Bett. Vielleicht ist das auch ein bisschen cringe. Aber ich lag im Bett so nach dem Stream irgendwann. Und ich musste den ganzen Scheiß erstmal verarbeiten, ne? Oh, da hinten rennt jemand, aber ich guck's die Ärzte. Und du musst den Scheiß, der da abgegangen ist, erstmal verarbeiten. Und ich frag mich manchmal selber, wie ich auf gewisse Dinge komme und auch Twinkie und so. Wird wie manchmal für Selter, als wir da im Meer standen. Und Twinkie gesagt hat, ich muss pinkeln. Und ich sag, jo, ich muss auch pinkeln. Und diese Pinkelanimation gemacht hat und der Typ kam. Und ich zu dem gesagt habe, hätte ich jetzt einen Wurm, dabei würde ich angeln, Alter. Ich weiß nicht, woher das kommt in meinem Gehirn. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich auf solche Sprüche komme. Ich weiß es nicht, das ist wie Freestyle für mich. Das ist so dumm. Und ich lache meistens selbst um meine eigenen Witze, Alter, weil ich das dann danach erst realisiere, was ich gesagt habe. So. Das liegt doch an dir selbst, dass du mit Curtis nur Kreis gemacht hast. Bei Gang-LP darf man nicht Scheiße bauen, oder wie? Oh, Bruder, ich dachte, ich hab dir das, glaube ich, letztes Mal schon erklärt. Du bist auch irgendwie so... Also dein Text hat so einen kleinen, miese, petrigen Beigeschmack. Gang-LP oder allgemeiner P ist so. Ich hab das letztens schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Du kannst so gut Fußball spielen, wie du willst, wenn die anderen aber mit dem Jojo da stehen. Die können mit einem Fußball nichts anfangen. Dein RP ist immer nur so gut wie das von deinem Gegenüber. Na klar ist man da zum Teil auch selber schuld, wenn man im Kreis steht im Crime-RP. Aber zum Teil gehört auch spielt auch der Server eine Rolle dazu. Die anderen Crimler. Verstehst du, was ich meine? Und du kannst dir einfach irgendwann nichts mehr ausdenken, um dich selber zu bespaßen oder Content oder so zu bringen. Du hast irgendwann nichts mehr. Du kannst rumfahren und Zivilisten abfacken oder so, wenn du nichts hast für dich. Und das ist halt nicht gut. Du kannst doch nicht einfach rumrennen und mit irgendwelchen Leuten reden, weil die normalen Spieler, die haben gar keinen Bock auf dich, Alter. Ist das hier ein 4K-Hot-Tube-Stream? Fade, Bruder, für dich immer. Du alten Kegler, du, Alter. Junge, hab ich gefühlt da mit dem Flöchchen, ne? Junge, stich voll hinter, Alter. Kreis der P ist ja per se nichts Schlechtes. Das ist ja auch nur EP, wo man sich unterhält und so. Aber irgendwann ist die Kacke am Dampf, Mann, und es gibt einfach nichts mehr. Und da musst du einfach was anderes machen und switchen. Weil du saugst dir permanent irgendwelches Zeug aus den Fingern und suchst Stress, der gar nicht da ist, so, nur damit du was zu tun hast. Und was willst du, als Beispiel, was willst du auf Unity machen? Shops überfallen gehen? Geiselnahmen? Gegen andere Gangs brettern, Alter, und von rechts pushen? Wow. Wow. Und da waren Ansätze von richtig großen, coolen Stories. Das mit dem Waffendealer zum Beispiel. Was Bademeister und so versucht haben und Finn und Max und so. Das wurde aber nicht angenommen. Oder war organisatorisch nicht möglich für die Cops, aus welchen Gründen auch immer. Und dann geht einfach die Luft raus. Du kannst der beste RPler sein, Junge. Du kannst keinen Server verändern alleine. Curtis, wenn ich einen Sub da lasse, schreibst du da meinen Namen auf deinem Arm? Ich drehe mich auch um in meinem Hot Tube. Und vielleicht siehst du auch was. Und dann schreibe ich den Namen auf, na klar. Ja, als Zivilist hast du mehr Freiheiten. Du bist unter den normalen Leuten. Ich musste gestern, das ist richtig cringe und irgendwie auch ganz komisch, Alter. Weil ich gestern selber gemerkt habe, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, so. Ich sage immer zu Twinkie, boah, Twinkie, hör auf damit, weil ich immer nur dieses Gangdenken habe. So, mach keine Welle, weil du provozierst dann Stress, der unnötig ist und so. Den brauchst du momentan nicht. Und sag immer zu der, boah, beruhig dich, sag das nicht. Geh nicht dahin und beleidige, die macht das nicht und so. Weil ich immer noch dieses Denken habe. Aber ich vergesse immer, wir sind Zivilisten. Und die Leute, die einen Spruch an den Kopf bekommen, die sehen dann Twinkie mit dieser Stimme und die finden das selber lustig. Ach komm! Wo die gestern an den Typen vorbeigelaufen ist und hat gesagt, so verpiss dich oder so. Der hat selber gelacht, Alter. Gegensam, wann bist du live? Ich bekomme immer voll spät Benachrichtigungen. Seit 1 Stunde und 30 Minuten. Und Nightfox, dankeschön für den Gift der zappernden Nanobär.
Bro, dein Charakter würde richtig mit V und Benz Charakter nehmen. Ihr würdet richtig lachen zusammen. Wenn du willst, kann ich mit dir reden. Dafür ist der auf einen langen Server. Bruder, keine Ahnung, was du für ein Blech geraucht hast, ne? Ich weiß nicht, wer V und Benz ist, Bruder. Und ich würde doch niemals den Server wechseln, so. Um mit anderen zu connecten, um RP zu machen. Weißt du, was ich meine? Es gibt eine Menge lustiger Menschen im RP, ja. Dann sagt dein Farud Benzo, der soll auf Unity kommen. Also ich hätte schon gerne einen oben ohne Sixpack von dir. Boah, ich habe den Sixpack aber schon aufgemacht, da sind nur noch 5 Dinger drin. Ich bin auch lustig manchmal, bist du auch Güffi. Aber der Güffi wird geknechtet, weil er sich nicht traut zu sagen, dass er keinen Bock mehr hat, auf dem Feld zu arbeiten. Auf dem anderen Server. Der Güffi sieht den Peanut und möchte auch gerne einfach frei sein und rumlaufen und RP machen. Aber der Güffi traut sich nicht. Twinkie Smiler, Mann. Mit einem Stimmverzerrer, mit dunklem Pitch. RP-Transfermarkt wie Fußball, Alter. Gerade so auf den ersten Schluck Kaffee gefreut und dann war die Milch sauer. Egal, einfach Nase zu halten beim Trinken. Bruder, du darfst keine Lebensmittel verschwenden, das ist Haram. Wie lange kennt ihr zwei ich eigentlich schon? Das wirkt so richtig dynamisch bei zwei. Seit Alternate, seit 2018. Und ja, das ist dynamisch, das ist Alter. Als wären wir wie füreinander geschaffen. Das haben wir aber damals schon gemerkt. Wir sind einfach gleich dumm. Haben den gleichen Humor. Güffi mit Peanut und Twinkie, das würde sie jedes Lachgetriebe zerstören. Güffi ist auch lustig, wenn der frei ist. Ich würde Güffi da auch sehen. Aber ich kann den leider nicht, OC rekrutieren dafür. Dann muss Güffi selber wissen, ob der das macht. Farid Ben ist ein Fake-Farid-Bang, er hat Original-Farid-Stimme. Und der ist auch wie Farid drauf, er ist auch auf Twitch im Stream. Und hat viele Zuschauer hier. Ja, da freue ich mich doch für den Farid Ben. Da gönne ich dem viele Zuschauer. Zach, Tixel. Das Gunferkel, Frühstück, wenn ihr das. Ein bisschen weird. Egal, Chat, nix sagen, bitte. Alles gut. Ich habe auch einen Kumpel, der Farid Bang imitieren kann. Das ist nämlich der Bomfer. Hast du schon Pläne für GTA 6? Lass erstmal den Trailer rauskommen, Bruder. Mr. Pixel, danke schön für Reset und dritten. Kuss geht raus, Kuss zurück. Güffi braucht wieder eine Familie, wo er schnurren kann. Der Güffi braucht RP, wo er nicht auf dem Feld steht. Und das ist auch das Gute so auf Unity. So, du kannst auch durch RP einfach dein Geld erarbeiten. Jeder Server ist gut, wo du das kannst. Wäre jetzt keiner drauf gekommen, dass es ein Farid Bang Abklatsch ist. Shiggy, ich habe keine Ahnung, wie du das rauslesen konntest. Das hat mich echt, ich war echt verblüfft gerade, als ich das gelesen habe. Damit hätte ich niemals gerechnet, Alter. Ja, ich frage mich nur, wie es aussehen würde, wenn du und Farid aufeinander in meinem Pit treffen. Jay, das wäre mit Sicherheit absolut lustig. Der zockt bestimmt auf Sebaui oder Bando oder so, ne? Guck ich auch gern rein. Die sind absolut Kicker, Alter. Die sind auch lustig, Mann. Hau rein, Dana, du pass auf dich auf beim Gäste gehen. Und Sentinel, danke für den Prime am 25. Schaust du nur Pixel Streams? Streams nicht, aber die YouTube-Videos manchmal. YouTube-Videos. Reicht doch jetzt auch mit diesem Fahrradbang oder wie der heißt, oder? Sind die bei Curtis? Ach Quatsch, egal. Jeder soll seinen Hack kriegen. Milo, ich würde den Namen von ihm jetzt nicht hier reinposten. Sonst muss ich leider den Türsteher rufen. Bin tatsächlich wegen Farid Benz hier. Verfehlt, du bist so ein Troll, ne Junge. Drück mal wieder Plüsschen, Alter, und flieg mal wieder ein bisschen rum. Ist deine bessere Hälfte auf Twitch unterwegs? Sie hat mal gestreamt, aber schon lange nicht mehr. Oma ist da hoch. Patrick ist auch da. MC, danke schön für Luisa beim 7. Merci. Machst du irgendwann nochmal einen Track?
Den letzten Track, den ich machen wollte, wollte ich eigentlich mit Stay machen, aber ich bin... Wie sagt man? Obwohl, ich habe den 16er eigentlich mies geballert, Alter, und auch schnell. Aber ich bin verklatscht, man, ich vercheck einiges. Ich bin da nicht so hinterher. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Pina-Track. Aber ich bin echt faul, was das betrifft. Heute komme ich auf die Schlachtbank und werde geimpft. Eieiei. Bist du eigentlich um 16 Uhr in der Community-Besprechung? Ey, stimmt, heute ist der Community. Oh mein Gott, ja, wahrscheinlich schon. Ich werde mir das anhören, aber ich werde da nicht reden. Da haben wir mit dem Pia. Ja, Juri, ich warte auf dich. Ich dachte, wir frühstücken hier im RP. So auf Cringe-Basis. Twinkie ist noch am Schnarchen. Wo bist du? Ich habe schon den LKW geplündert, Junge. Mischt Stay dann die Tracks eigentlich selber und welches Programm nutzt ihr da? Boah, ich glaube, wir haben... Boah, Bruder, frag mich nicht. Ich weiß es nicht mehr, welches... ich glaube, der... Seine letzten Tracks, glaube ich, mischt er selber. Aber er hat auch noch MK, ne? Der schon für Weekend und so produziert hat. Also nicht den amerikanischen, sondern den deutschen Rapper. MK ist ja richtig krass unterwegs gewesen in der deutschen Rap-Szene. Zumindest wurde Schiss im Netz von dem abgemischt, das weiß ich. Weil ich dem die Vocals und so geschickt habe damals. Aber Stay kann das auch selber. Und wenn du gutes Audio-Equipment hast, musst du da eh nicht viel dran rumdrehen. Milo J, guck mal einfach bei YouTube, gib einfach Peanut Smalls ein. Da Vinci lädt da Videos hoch, da kriegst du einen kleinen Einblick. Wenn du lustig findest, bleib hier. Wenn nicht, geh zu Farud Benz, Bruder. Der Junge hat bestimmt auch verdient. Aber ich küsse dein Herz. Und Deathshot, dankeschön für den Visa für den dritten Monat. Und Anna, dankeschön für den Host. Und guten Morgen. Er hat Blinding Lights gemischt, glaube ich. Ja, ja. Ging, ging, Alter. Ging, 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 ging. This is Westside, Motherfucker. We are blood. Das ist mein Album für Schimus Gitarre, ja, P-Zocken, Junge. Was geht ab, Full Metal? Ja, Juri, kommst du jetzt rein auf Metabasis oder was? Ich hab übrigens ein Fahrrad geklaut, das war auf. Und da ist doch noch ein. Ach, egal, sag dir das nicht. Ui, Memo, guck mal. Oh, oh, oh. Guck mal, Memo, diese Cover. Nee, die sind nicht alle auf, ist nur ein Truck auf. Ach ja. 1200 Leute gucken jetzt zu, wie geht's euch? Warum guckt ihr mir zu? Ich mach. Nee, geh nix, Junge, ich sitze am Pier. Aber in Foyer ballert böse rein, Mann. I like. Muss nur ein bisschen heller einstellen, die Nacht. Doch keiner von den Banditen fragt. Gut, besser. Gut, freut mich. Wie viele Holländer sind mittlerweile auf Unity unterwegs? Ich glaube, ich war vor Monaten der Erste, beziehungsweise der Job. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne nur den einen, aber der, ich glaube, ich kenne... Oder ich habe nur einen Holländer im Kopf, wenn ich an Holländer denke. Und ich habe Angst, wenn ich über den rede, dass mein Handy anfängt zu vibrieren. Ey, mach mal was, voll langweilig das Rumsitzen. Ja, ja. Voll langweilig, hier schießt mal ein paar Ballers in den Kopf. Junge, ich mach nix. Ist bei jedem Stimmverzerrer erlaubt? Klar. Warum nicht? Nix. Darf man eigentlich wieder von Deutschland nach Holland fahren? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Eldebaut, Dankeschön für den Resub im 38. Monat schon, Alter. Hallo, ist das hier Fernsehen? Pipo G. Nee, das ist Frühstücksfernsehen. Hast du Reshad oder Redox? Ich habe NVE drauf. Weder Reshad noch Redox. RIP DMX, by the way. True, true. Scheiß Dreckling, Drogen. X-Black Heal, Good Niederlander. Ja, ja, Roken ist dödlich. Nüg, 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 nüg. Seid ihr eigentlich wirklich zu Villa gelaufen? Nee, wir sind im LKW eingestiegen, Juri. Und wollten losfahren, aber Twinkie hat ja gespielt, als er besoffen ist. Da hat die Security uns direkt aufgehalten mit Pumpgun, Alter. Und die haben uns dann hingefahren. Wir mussten auch den Schlüssel an die abgeben, Alter. Ich hoffe, dass ihr den wiederbekommt.
Curtis, ist Da Vinci dein YouTube-Kanal? Weil ich habe Peanut eingegeben. Ist nicht meiner, nein, ist von einem Freund von mir, der das für mich macht. Aber der macht die Videos von mir. Eine Frage, kennst du den Epischel Hakim? Der hört sich original an, so wie du. Wie ich jetzt gerade? Sag mir, was habe ich mal gelesen? Ich glaube, ist ein Crips-Spieler, der spielt oft Crips. Ja, ja, sag mir was. Ich habe aber bestimmt mal irgendwann mal mit dem geschnackt irgendwo. Ist der richtige Kanal, ja, Jay. Tschüss, Nana. Kommst du aus Duisburg, Curtis? Grüß aus Kleve, ja, ja, aus ehemalig magst du. Ich bin weggezogen. Nein, im EP deine Stimme und der spielt auf The Bowie. Meine gepitchte Stimme wie Peanut oder wie Curtis. Man, redet der so? Sag dir, was geht ab, Baby? Oder redet der wie Peanut? Kelly hat mich letztes Mal auch wieder angeschrieben, Alter, der redet ja auch so ein bisschen so wie Curtis damals. Und der wird andauernd in seinem Stream dafür gedisst. Curtis, deine Stimme? Ja, kann sein. Aber sagt mir jetzt nichts. Wüsste ich jetzt nicht, wo ich den zuhören müsste. Also der Name sagt mir schon was, aber ich weiß nicht wo, wie was. Was für ein Landsmann bist du? Wallabarakuanin, Bruder, ich bin ein Mensch. Ein Mensch. Haut, Fleisch, Blut und Gelatine. Ein Mensch. Grüß aus Gelsenkirchen. Ich hab noch zu Willi letztens gesagt, so wie der redet, kommt das irgendwo hierher. Hey, hey. Dankeschön, Jim Beam. Ja, Kelle wird echt doch fertig gemacht, das nervt mich sehr. Ja, der schreit mir noch immer. Habt ihr zu machen? Gummo! Ich werde mich auch mal auf dem Weg zu meinen Eltern machen, Mittagessen abgreifen. Denk an mich, Rat, ich habe auch Hunger. Gibt es gute Antwort, ist doch so. Ist doch egal, was für ein Landsmann ist. Jeder Mensch ist toll. Außer, nee, dass ich will da gar nicht anfangen, das Thema, Alter. Gott, das ist Ureinwohner des Rheinlands, das hört man doch eben. Hallo, Medjunk. Du hast gestern auch gefehlt mit deinem Hund auf der Party, ne? Aber die, ich glaube, die wollten keine Hunde transportieren. Aha. Was denn, Schwester Kusch, was, aha? Ich hab unnormal Hunger, voll Bock auf Five Guys, das ist schon seit Tagen. Das ist dieser Burgerladen, ne? Ich will auch, Alter. Ich hab voll Bock auf Burger, Mann. Aber nicht diese selbstgemachten, sondern einfach diese Scheißburger. Hallo, Blexium und Specki, dankeschön für den Prime im Dritten. Five Guys anders, gut, weiß ich noch nie. Soll ich dir gleich Frühstück machen? Und du bist der Beste. Weiß ich noch nicht. Ich fühle gerade nichts. Ich glaube, hier kommt doch keiner mehr online, Alter. Was sind die denn alle? Haben die alle gesoffen im RP? Lass uns mal Hobbys suchen, Alter. Beitlin! Auland! Five Guys ist gut, ja, aber viel zu teuer, sag ich, wie es ist. Ach, kann man sich mal gönnen, Fate, Bruder. Kann man sich mal gönnen. Kann man mal. Ausgeben 10 Euro für den Döner. Für den Hamburger Ding. Junge, kauf dir mal eine Tankstelle, ein belegtes Brötchen für 70 Euro, Alter. Die spinnen doch. Dann ist da so ein bisschen Butter drauf und irgend so eine Kacksalami, Alter, aus dem hintersten Regal. Und so ein bisschen Gemüsesalat-Ding. Junge, die wollen einen doch ficken. Das sind die wahren Verbrecher, Alter. Und dann gibt er dir an der Kasse die Tüte, Junge, und lacht dir in die Fresse, während du 70 Euro dafür zahlst. Fühlt sich nicht mal schlecht. Verbrecher, Alter. Diese dreckigen Kabas. Also teil eine Bulle Korn und eine Bulle Alge leer gesoffen. Was ist ein Alge, Junge? Wohin mit dir jetzt hier nur, Bruder? Der frühe Wurm fängt den Dings, Alter. Den Zap. Den Wurm. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Zeit. Ich wollte ein bisschen quatschen mit euch. Tut mir leid, dass ich Nähe zu euch suche. Ich bin nur einsam. Slide bitte meine DMs. Ich hab's in einer Klatsche, Alter. Das
du eigentlich das Gesicht von Knossi? Keine Ahnung, was Eige ist. Ist das die grüne Piste, die der verkauft? Während 12-Jährige seinen Stream gucken? Er verkauft einfach Shrek-Piste, Junge. So eine Idee muss nochmal kommen. Sitzt denn, liegst in deinem Bett und denkst dir, yo, lass mal Alkohol verkaufen. Das überlässt man schön der Lobby. Jedes Mal beim Kiezen Hasburger ist Pflicht. Pepe Pipi. Ghosty, vielen lieben Dank für den Gifted. An nicht der Rede wert 1. Doch, du bist der Rede wert, Bro. Beste Codewort für Gras ist Cringe. Aus was für ein Dorf kommst du denn, Alter? Bateineken oder was? Cringe. Gehst du nicht dahin und sagst, jo, hast du ein bisschen Cringe für mich, Alter? Da gehst du, sag, da gehst du hin und sagst, Bruder, ist korrekt dort? Cringe, Alter. Ich glaube, wenn du das hier sagen würdest, die würden dir eine knallen, Alter, weil die denken, du bist ein Bulle oder so. Material. Finger weg von Drogen. Hört euch Danjo an, da wisst ihr, was passiert. Wenn er zu viel Kifi-Kifi macht. Ja, mein armer Peanut, ich bin voll allein, Alter. Nen Baba Hase. Multipass, viel Spaß. Schönen Tag dir auch. Am besten noch Organisches sagen. Und dann sind das immer irgendwann diese typische, das ist so typisch Stereotyp, ne? Die sagen dann meistens dann auch noch so, wenn ne, ja, die Firma dankt. Boah, Junge, ich kann diesen Satz nicht hören. Ne? Ja, die Firma dankt. Solche Typen sind das, Alter. 1 Kilo grün, sonst Brett. Ah, die Firma dankt. Junge, halt's mal. Dieser beruhigende Möwensound im Hintergrund. Ja, Mann. Soll ich euch einen vorschmatzen ein bisschen? Dann machen wir so, ach, das ist ja gar nicht mehr in, ne? Jetzt müsste ich mich ja in den Pool schmeißen, Alter. Ich sag, wenn, dann thank you well. Mein Gott. Du wohnst bestimmt irgendwo beim Cooper, Alter, aus Friesland. Zu viel Kiffi-Kiffi und es wirkt kaum noch. Mach mal deine Sportzigarette weg und lass den Scheiß mal lieber sein. Klebe. Hecke sagen hier viele zu schlechten Zeug. Ey, nichts gegen den königlichen Norden. Ach, Mann. Vor allem dein Nickname, ne? Bill Wumsen, alter Bruder. Junge, bei dir kickt's auch richtig. Sei ehrlich, du hast dich voll gefeiert, als du dich registriert hast. Bill Wumsen, Junge. Das ist der Herr Alan Bogen. Ja, Güffi, was ist mit dir? Wann kommst du Unity mit Pat? Lieber CBD zwischendurch. Mach wenigstens nicht abhängig und man kann prima pennen. Ich enthalte mich. Ich bin kein Arzt. Kein Wissenschaftler. Und das wird hier auch jetzt kein Drogentalk. Was? Was hat denn für den Mode? Ach, vom Smoker. Was macht der eigentlich? Der hat auch mal für Unity gespielt, aber der spielt hier nicht, habe ich gehört, Insider-Infos, weil er diesen Hut nicht gibt, den er immer trägt. La Clara, woher die Kraft, dass du um die Uhrzeit hier bist? Geh mal. Smoker oldschool as fuck ist so. Frikadellen, Hannes, guten Morgen. Ich bleibe bei Kusch. Oh, der Herr Chris Anthem ist auch da. Ist mir egal, wie der Name ausgesprochen wird. Du bleibst und bist Chris Anthem. Und falls du irgendwann mal RP anfangen solltest, wirst du dich Chris Anthem nennen. Hallo, Partner. Moin, moin mit Mutzimot. Ah, ne, das ist wie bei Ranzi. GTA ist mehr so eine Hassliebe. Er hat zu der Zeit auf Unity gespielt, wo Kaya auf Unity gespielt hat. Junge, ich hätte Kaya auseinandergenommen, Alter. Er kann froh sein, dass ich nicht auf den getroffen bin, dass ich hier später kam. Den hätte ich sowas gegen die Wand gepowert. Wer hätte der mehr erlebt, was der P heißt, Junge.
Der hätte sich eingeschissen. Aber 31.000 Dollar, wir haben einen Deal. Übrigens, ihr müsst mich dran erinnern, Chat. Ich krieg 25.000 Dollar vom Dex aus wegen den Drogen. RP gleich richtig bauen, na klar. Faye, du kennst dich doch damit aus. Steigst in irgendein Auto ein, drückst Plüsschen, Junge, und dann geht's ab nach NASA. Shootingstar, Junge. Bill Wumsen, du musst auf den Namen klicken, dann siehst du, wie lange du hier bist. Aber hier ist Mr. Peanut. Was sagst du denn so im Großen und Ganzen zu der Action gestern? Hat sich gelohnt oder eher weniger? Hab ich vorhin schon gesagt, Juri, war super cool. So, was ich nur schade finde, ist, was du mir gesagt hast, ne? Dass du halt quasi so als Gastgeber, der wegen der Insel kaum was mitbekommen hast. Und das werden wir demnächst auf jeden Fall ändern, sonst hau ich dir ins Maul. Im RP. Wir suchen uns irgendeinen Idioten, der das klärt alles, Alter. Dann zahlen wir dem was und dann ist gut. So, du musst auch mal ein bisschen RP genießen, nicht nur mal Arbeit, Arbeit, MLO, MLO. Für viele Leute, die im PP streamen, fucken sich über die Community ab, deswegen. Ich musste Maybe RP spielen, um es zu checken. Inwiefern? Wie meinst du das? Über welche Community? Ach, Hausi ist da. Hausi, gut aufschreiben, bitte. Ey, Fate, what's up? Kekus Clown. Chicken McHashish. Moin, moin. Ein bisschen Gymnastik hier, Junge. Ich schwöre, ich wollte subben gerade, aber PayPal kick rein. Habe ich das gleiche Problem auch bei Twitch. Ich kann nichts für subben, Alter. Geht einfach nicht. Lädt nicht. Ich fühle mich immer richtig dumm. Ich gehe irgendwo in einem Stream, Alter, und ich denke mir so, komm, subst du rein, Alter, geht nicht. Lebt die Kröte noch? Ja, die ist zu Hause am Teich. Fand nur ein bisschen traurig gestern mit Pinsel, der kam mit P zu uns dann. Pinsel ist selber schuld. Wenn das der Wahrheit entspricht, was gestern gesagt wurde. Dass der da hingegangen ist und gelogen hat und wieder reingekickt hat. Der kriegt doch eine Ansage, der Trottel. Allgemein irgendwie habe ich das Gefühl, dass es viel Drama gibt neben dem Roleplay. Don't know, maybe irre ich mich. Gibt es tatsächlich, ja. Gibt viele Leute, die IC und OC nicht trennen können und damit ins echte Leben übertragen. Da gibt es einige Kicker-Screenshots, Alter. Von allen Servern. Keiner ist da ausgeschlossen. Hast du mal aufs Tacho geguckt? Junge. Du sitzt doch auch schon im Homeoffice, oder nicht? Das ist der das Gehopse aushält. Natürlich, man. Das ist Mahagoni-Gold. Vom guten Hase. Selbst geschnitzt aus dem Wald. Davon gibt's nicht sogar sehr viele, davon gibt's richtig viele. Aber ich glaube, in jedem Spiel gibt's Drama. Ist Pinsel eigentlich eine Frau? Ja, Pinsel ist eine Frau. Sabrina heißt die. Hat auch Stimmenverzerrer. Arbeitet, glaube ich, nebenbei bei Starbucks. Twinkie spielt Mila, Moritz. Voll schwer auf dem Handy zu tippen, mit meinem Wurstfinger Autokorrektur klärt. Oder fühle ich, Alter, ich hasse mein Handy so sehr, ne? Alter, Display ist ganz, ist alles in Ordnung. Ich gehe WhatsApp rein, ich versuche was zu schreiben, er schreibt einfach irgendwelche Buchstaben. Manchmal schreibt er auch gar nichts, Alter. Ich hasse mein Handy so sehr. Ich hol mir neue. Ist doch voll schwer, mit dem Handy dann Meter zu machen, Alter. Wenn man sich im Discord irgendwie abklären will, weißt du? So, dann versucht man schnell was zu schreiben, so eine Info von wegen, Bruder, ich werd hier gebrettert, komm schnell in Ecke. Und dann steht da auf einmal was ganz anderes, Alter. Und 20 Leute im Discord schreiben so Fragezeichen und wissen nicht, was ich von denen will. Und dann verliere ich im RP voll Kacke, Alter. Richtig kacke, schon bei Gott. Macht mich voll mad immer. Ich wollte eigentlich schon ganz oft Stream ausmachen, deswegen. Ja, ihr lacht. Für mich ist das nicht lustig. Da geht ESP nicht in Laune, ist unten, Junge. Hör mal, wenn der Aimer käfert, weil Foft so hoch eingestellt ist, das ist ganz mies. Kann ich meine Brettervideos nicht mal hochladen. Das ist ein absoluter Schmutz, ist das. Die Leute denken, sollen denken, dass ich krass bin. Sollen das. Ich habe auch schon überlegt, mit Handcams zu streamen, damit jeder sieht, so dass ich nicht hack. Komisch ist nur, dass wenn dann Ingame trotzdem geflickt wird, obwohl die Maus sich nicht bewegt. Das
ist ja natürlich dann auch immer schwer zu erklären, ne? Was soll man denn da noch sagen? Hat gekäfert, oder was? Ja, Pinsel war gestern halt selber schuld. Lässt vier Leute bei mir anrufen, dass der Chauffeur ist und das mit mir angeblich abgesprochen war. Ja, Pinsel ist ein Dummkopf. Ich hab den schon drauf angesprochen, ob der Lust hat mitzufahren. Ich hab dich ja auch im RP gefragt, ne? Ich hab dir ja gesagt, so, ich passe auf den auf, dass der keine Scheiße baut und so. Nur organisatorisch hat das nicht mehr geklappt, dass wir da Rücksprache gehalten haben. Er ist aber zum Flughafen gegangen, soweit ich weiß, und hat gesagt, er gehört zum Security-Team. Und wurde dann auch nur pampig und hat gesagt, ja, ich komme kostenlos auf die Insel und so. Und dann hat Pi von Cube hat dem halt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die hatten beim letzten Flug Plätze frei. Und der hätte sein Ticket auch bezahlt bekommen, aber die waren halt abgefuckt dann auf den. Hallo Milchbote. Und Moritz, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps, Mann. Dankeschön. Du musst Pinsel halt mal lernen, so. Du kannst ja verrückt sein, aber rumrennen und versuchen, ihn zu verarschen, funktioniert halt nicht. Man muss auch mal lieb sein und normal sein. Weil es gibt Leute, die sehr allergisch darauf reagieren. Ja, die haben alle mit mir Rücksprache gehalten und nachdem dann Hans und Kawe alle paar Minuten angerufen hat, war halt Pech. Ja. So lustig, wenn mich hier einer sehen würde, Alter. Ey, wo sind denn die alle? Juri, wie habt ihr das jetzt nur so auf Metabasis, ne? Hier sind irgendwie 80, 90 Leute auf der Insel. Wie wollten ihr das organisatorisch machen, dass die alle von der Insel kommen heute? Was ist denn, wenn welche nicht einloggen und hier rumrennen noch? Oder bleibt die Security hier so lange, bis wirklich alle weg sind? Da gibt's bestimmt mit absoluter Sicherheit ein paar Kasper, die sich hier verstecken. 6-mal fliegen, aber was, wenn die nicht da sind? Was, wenn die nicht einloggen? Weil die nicht können. Pech. Ja, dann werden die verhungern, ne? gestern, heute, let's go. Yeah. Mage Teleport, der Mama. Mach mal SW-Portal. Ein Goldtipp. Stimmt, Alter, du hast ja auf der Insel gar nichts zu essen. Du wirst einfach elendig verrecken. Du hast ja echt keine Chance, an Essen zu kommen, wenn die Trucks weg sind. Was geht denn schneller, verhungern oder verdursten? Ich glaube, es ist beides der gleiche Faktor. Geht beides gleichzeitig stark runter. Jungs, ich brauche, klick mal irgendwer. Der hat mich schon wieder dispelt, der Bastard. Ah, Bastard sagt man nicht mehr, sorry. Den Machetmann hätte ich gerne echt nur gesehen. Chicka, chicka, yeah, yeah. Aber der Typ mit der Machete ist ein Skin, ne? Das ist einer aus diesem Dorf da oben in der LS. Glaube ich. Kremi, vielen lieben Dank für den Resub im 2. Monat. Immer noch keiner mit Peter, sind bestimmt irgendwo welche. Also eine Ärztin habe ich schon getroffen und ich weiß nicht, wo die anderen sind. Wir fahren gleich da mal vorbei. Und dann ist auch Schluss für heute. Bis heute Abend wieder. Ne, der Machetenmann ist kein NPC, aber der bespielt einen Skin. Soweit ich das jetzt rausgehört habe. Spationes, vielen lieben Dank für den Zap und herzlich willkommen in der Huhut. Harp hat sich gestern mit dem Machetenmann angefreundet. Ich glaube, ich fahre gleich ins Wasser. Erstmal eine schöne Duftkerze. Ich schaue dich so viel, da kann ich noch mal einen Prime da lassen. Das ist nett von dir, dankeschön. Aber tagsüber ist die Insel schon nice. Kommt immer auf das Wetter an, ne? Jetzt gerade ist so ein bisschen wolkig, dann sieht das gut aus. Wenn extra sunny ist, gefällt mir das nicht so. Weil du siehst dann nämlich die ganzen Kanten vom Anti-Analyzing und so. Jetzt siehst du halt gar nichts, sieht mega gut aus. Ich weiß, kommt im Stream nicht so gut rüber, weil 900p. Kommt immer auf das Wetter an, Mann. Ich hasse GTA zur Mittagszeit. Aber abends ist richtig Baba. Ich werde heute auf jeden Fall heute Abend auch noch auf den Berg fahren. Ich will mir die Stadt angucken mit NVE.
glaube, hier ist eine Grille im Wohnzimmer. Ist die Katze bei dir? Nee, die ist nicht hier. Ich glaube, die ist im Schlafzimmer unten irgendwo. In der 500 Etagen hier, Alter. Ruf die doch. Hetz Bagheera auf die Grille drauf. Curtis, du bist ein richtiger Phantom. Niemand weiß, wie du aussiehst. Du wissen richtig viele Leute, wie ich aussehe. Spielt denn eine Rolle? Ich bin 1,20 groß. Wenn ich Kämmer machen würde, würde man nur meine Arme sehen, so zur Tastatur hoch. Denver, tatsächlich kann man dem andere Klamotten anziehen, ja. Es gibt aber echt wenige nur. Frühstück. Kommt nix. Die ist auf jeden Fall nicht hier. Schwimm doch mal rüber, bist du verrückt? Hauptsache der eine Typ gestern im MP, der gemeint hat, ja, ich habe erstmal einen Delfin erschossen. Oh mein Gott, da kommt einer. Und eins und zwei und drei und vier. Chicka, chicka, ja, ja. So, jetzt ohne MP. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Du bist 21? Nein, Bro, ich bin 30. Ich bin old. Old dirty. Der von Wu-Tang. Ich war für den Morgen danach Vibe gerade. Deshalb habe ich auch angemacht, Alter. Richtig cool. Oh mein Gott, die kommt tatsächlich hin. Oh mein Gott. Der hat bestimmt einen Sniper. Wenn du mich snipest, dann zapp wenigstens. Wehe, die klaut mein Fahrrad, Alter. Ich benutze Clownfisch. Check out, check out, der, yeah, yeah. Chicka, chicka, yeah, yeah. Dub, 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 dub. Dub, dub. Wunderschönen guten Morgen. Assalamu alaikum. Frau White. Hä? Nee, Amber. Also, Amber White. Ja, nee. Ja, tu nicht so. Nee, Kingsley. Was ist mit dir? Hast du einen Kick im Schädel? Nee, du? Setz dich mal hin. Warte. Oh mein Gott, zieh dir mal was an. Hä, ich bin gerade geschwommen. Dubi, dub, dub. Ich bin immer nur wach. Was ist Keiner du? Macht Party wie Peanut. Du bist immer noch wach? Ja, ich hab gestern Mehl durch die Nase ziehen müssen, weiß auch nicht. Ich kann nicht schlafen. Checker, checker. Hey, wo warst denn du gewesen? Bin die ganze Zeit auf Insel rumgerannt. Warum sagst du denn nichts? Sag, was soll ich sagen? Wo? Hab ich Mikrofon? Wir waren bis heute Morgen 4:30 noch da, wach. Also, stimmt du nicht. Ich hab nichts gesehen, hab mich sogar angeschlichen und den LKW geplündert. Was hast du? Ja, hab mir Fetschki geholt. Oh nein. Chicka, chicka, chicka. Oh, Entschuldigung. Ei, ei, ei. Ja. Chicka, chicka. Ja, ja, ich hab so viel Energie, ich weiß nicht, wohin damit. Und ich hab ein Fahrrad geklaut. Wie, du hast ein Fahrrad geklaut? Ja, ich hab ein Fahrrad geklaut. Oh nein. Damit hab ich ein Wheelie übers Flugfeld gemacht. Bin sogar eine Stunde ohne Sattel rumgefahren. Oh Gott. Da braucht ihr noch eine, Frau Weid. Nee, hab ich nicht. Ist fünfmal die Kette rausgesprungen. Wie hast du wieder reinbekommen? Mit einem Stock. Ach ja. Hab ich Stock. Auf dem Discovery Channel. Ich dachte gerade, ich bekomme den Fischer mal was. Nein! Aber wie nein? Ich hab mit mir selbst gesprochen im Kopf. Ach so. Die Stimme hat gesagt, ich soll dich ins Wasser schubsen. Nein! Sag ich doch. Ich glaub, mach ein bisschen Yoga. Wir müssen meine innere Mitte finden. Deine innere Mitte ist der Bauch. Würde ich behaupten. Wo sind die ganzen Alkoholleichen? Die sind alle am Nee, es ist tatsächlich, ist schon jemand da. Ich habe eine Medizinerin getroffen. Du hast eine Medizinerin getroffen? Okay. Ja, ich wollte die boxen. Aber? Hab mich nicht getraut, hab mich im Gebüsch versteckt. War das Gebüsch groß genug? Ja. Okay. Und ich hatte keine Hose an. Wie? Ich wollte eins sein mit der Natur. Also, okay, ich dachte, das hat sie vielleicht wegen Pinkie nicht angehabt. Nö. Ich wollte die Natur in meinem Körper spüren. Ich bin jetzt Esoteriker. Na okay, wir können ja gleich mal runter zur großen Architektin wieder laufen. Mal gucken, was Sache ist. Hä, wieso nicht? Na, Bewegung, ne? Wieso? Was Bewegung? Ich hab ein Fahrrad. Ich fahr gleich nach Hause. Mit dem Fahrrad? Übers Na, ich Wasser? Bin Moses Peanut. Ich teile das Meer. Das glaube ich.
Warum lachen Sie? Einfach so. Ja, Minik. Von welcher Familie bist du? Miana. Aber mir kickt schon wieder am Kopf. Merk das. Guck mal, da vorne ist jemand. Wo? Da vorne auf dem Stage 2. Ach, auf. Wir können auf dem zweiten Steak verstanden. Steak hätte ich jetzt trotzdem Bock. Oh, Samuel Deluxe. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Nicht rauchen. Ich rauch doch gar nicht. Bah. Ich bin dann nur Joints. Du riechst nach nasser Kippe. Mann, hä, ich rauch doch gar nicht. Ab ins Wasser mit dir. Lass das. Nimm Persil mit. Lass eine Schaumparty feiern. Ich schiebe lieber mehr so auf Ariel. Irgendwie bewegt mein Kiefer sich die ganze Zeit. Es ist mir kalt, aber mir ist nicht kalt. Wenn du jetzt in die Hose kackst, mein Freund, ich sag's dir. Bist du bescheuert? Wenn, dann kacke ich ins Meer wie Twinkie gestern. Oh. Ich hab sogar den Schirmchen bei vom Calperinia, da baue ich mir ein Boot. Guck mal, der winkt sogar zurück, oder es winkt zurück. Oh. Der soll mal rüberschwimmen, hoffentlich kommt der Hai und frisst ihn. Nee, das ist das viel zu flach für hier. Also für Haie. So rum. Gar nicht wahr, ist voll tief hier. Also, Amphilat, kannst du irgendwie schwimmen? Ach, na klar. Echt? Klar, ich hab Seepferdchen. Hör auf! Auf! Du musst dich waschen. Nein, bitte gehen. Nicht! Oh, Arschbombe! Verdammt viele Menschen! Oh mein Gott! Willst du die Insel überschwimmen? Mach nicht Tsunami! Nicht schubsen! Ich hab Joghurt im Rucksack! Oh mein Gott, guck, was ich für eine Balance hab! Du bist so ein Moses! Wie mein Bankaccount! Warte ganz kurz, mal ganz kurz pusten! Oh mein Gott! Ich bin eins mit dem See! Ich bin eins mit dem See! Ich werde nicht ertrinken, ich bin eins mit dem See! Ich bin. Abu Peanut, der Delfin. Inshallah, so Gott will. Ich bin eins mit dem See. Ich Peanut, bin im Gleichgewicht mit meinem Gewicht. Peanut, da kommt ein Hai. Da kommt kein Hai. Da kommt ein Hai. Abwehrmaßnahmen! Jetzt schwimmt er weg. Ich bin eins mit dem Teich. Oh Gott. Das denn? Ich hätte die Titanic überlebt. Meinst du? Klar. Wie kommst du da drauf? Weil ich der Eisberg gewesen wäre. Nur ein bisschen dunkler. Eins mit dem See. Es ist nass. Dann komm da raus. Geht nicht. Warum nicht? Muss genießen. Schön. War schon lange nicht mehr duschen. Da drüben ist eine nackte Frau. Na und, ich bin verheiratet. Ach, für nix, mich ist die Frauenwelt geschlossen. Vielleicht ist es auch Twinkie. Das glaube ich nicht. Meinst du? Die ist besoffen und schnarcht. Ach. Oh, erstmal pinkeln. Das wird ein Hot Tube. Willst du mir $5 geben? Schreib auch deinen Namen auf meinem Arm. Ich habe überhaupt kein Bargeld dabei. Prime geht auch. Kuckuck! Kuckuck! Vielleicht später. Oh nein, oh mein Gott. Scheiße. Du hast mich gestört, ich hasse dich. Nemo! Nemo! Was ist das denn? Ohne ein Riesenpilz. Bah. Schmeckt ja gar nicht wie Coca-Cola. Hilfe! Wo ist David Hasselhoff, wenn man ihn braucht? Ich habe Durst. Du hast mich geschubst. Das war ich nicht, das war der Wind. Gar nicht, das war der Wind. Oh.
kommt denn das Fa- Hä? Das stand doch gerade noch gar nicht hier. Das ist mein Sexglöckchen. Ich fahr rüber zur Party, komm. Ja, ich schwimme rüber. Du schwimmst? Ja, wir kommen jetzt erst raus. Du Thunfischdose, du. Dauert einen Moment. Junge, Junge, Alter. Also bis du drüben bist, da bin ich schon 20 Mal hin und her geschwommen. Halt deine Klappe. Komm, zieh den Finger aus dem Po. Mehmet würde dir sagen, Suslan. Also ich könnte mich dran gewöhnen, hier zu wohnen. Hallo, Willu. Was denn hier los, Junge? Frühstückstream. Auf geht's. Hallo, Swiss. Auf geht's, ab geht's. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Wir haben $40,000 gemacht. Junge, ich bin gerade wach geworden. Oh, da unten sind Boote. Dup, 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 dup. Sei bloß vorsichtig. Oh mein Gott. Ui. Platz da, hier kommt Peanut the Mustang. Bam. Ja, und 25.000 von Dexus krieg ich noch. Der blöde Penner. Hallo Party, Paul. Tag, Sam. Komm, wir gehen koksen. Ich hab keine Bremse, passt auf! Passt auf! Oh mein Gott, ich hab keine Bremse! Aua! 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 Ich müsste Aua sagen. Ich bin voll in die Box reingeknallt. Du bist über mich... Egal. Weil, sag nichts Falsches, ich bin verheiratet. Ich sehe Mama. Ein... Aua. Du bist verheiratet, ich habe auch einen Freund. Oh, mein... oh Gott. Also ich meine, das menschlich. Ja, natürlich, mal, aber in diesem... Sag mal, was isst du zum Frühstück? Kleine Kinder mit Milch, oder? Alles. Ich habe Papayas gegessen. Papas? Papayas, die habe ich gefunden im Baum drin. Und ich habe meine Hand in so eine Honigwale gesteckt. Was bist du, Baluda Bär? Das ist so geil, ich bin Winnie Pooh. Bist du Winnie the Pooh, ja? Pooh, Bär, muss den Tigger. Wo ist den Tigger? In meiner Hose. Oh Gott. Da vorne sind auch Menschen. Ich will was denn? Da vorne. Stage 1. Und da kommt auch einer. Da kommt die nächste Schnapsleiche. Ihr stinkt alle nach Pupu. Du auch. Stimmt nicht. Ein wunderschön. Moll. Büchse. Bin ne Büchse. Bin ne Büchse. Bin ne Motorschrauben oder was? Bin ne Büchse. Hey, Peter, mein Freund. Also Büchses Stimme wäre viel dominanter. Ja, stimmt. Du musst einfach durch eine Blechdose reden, dann passt das auch. Nee, das hat nichts mit der Stimme zu tun. Gut, dann lass davor zu den anderen gehen, ey. Ja, hoffentlich wacht der DJ gleich auf. Frühstück? Der DJ, ja warum? Es gibt Frühstück. Geh doch einfach ans DJ-Pult. Pina Colada Frühstück? Bin aber kein DJ. Das ist doch egal. Nee. Was ist die Erlaubnis? Ach, so ein bisschen Schlagermusik geht immer. Oh boah, nee, kein weiß Schlager. Weiß der Geier oder weiß er nicht?
Costa, danke schön für Wiese beim Sippeln. Danke. Tubidubidubab, tubidubidubab. Wo sind die hin? Ich glaube, die Klinge klaue ich. Die sind weg. Die sind nicht mal da. Ja, dann gehen wir mal gucken, ob die Security vielleicht am Checkpoint. Checkpoint Charlie Hartmann. Also wir waren vorhin ich bin vorhin mal wegen spazieren gewesen am Airport unten, da war ach, niemand. Ach, du warst das? Ja. Ich hätte ja gestern noch gewettet, dass du bierst, aber nicht im Gebüsch. Nee. Wir haben uns gestern tatsächlich mit den Securities mal unterhalten. Ja. Sexy Machetenmann und da war alles cool gewesen, aber die Katze, die war halt, ja. Die Leute, Katze? Ja, die haben sowohl provoziert. Das wie, die ja, haben die Katze provoziert? Was haben die gesagt? Hey, du doofe Kuh? Böse Miezekatze. Böse Miezekatze. Pinat, wann geht heute der erste Flug eigentlich? Ja, ich hab keine Ahnung. Aber vielleicht fliege ich auch. Irgendwer hat gesagt, um 18, nee, um 17:30 Uhr. Ja. Ich bin mich Pilot. Ach so, aber was? Was? Ja, Nachmittag, das weiß ich auch. Irgendwer meinte um 17:30 Uhr. 17:30 Uhr. Doch so spät erst? Ich dachte, ja, da kann ich mir ja nur eine böse Lein ballern, eine Daumendicke. Du wirst dir gar nichts mehr ballern. Oh doch. Und die Klinge klaue ich auch. Komm schon, Peanut, komm schon. Ich bin einfach der Hood-Sheriff, Junge. Da sind die. Seid bloß vorsichtig, da vorne ist der Machetenmann. Der versteckt sich da vorne im Flugfeld. Der will hauen. Okay. Der ist mit der Hand. Wo kriegt man denn so ein Fahrrad haben? Wo kriegt man denn so ein Fahrrad her? Das habe ich geklaut. Wo denn? Das lag im Gebüsch. Okay. Komm, wir gehen gerade zum Checkpoint. Checkpoint. Wir wecken die Security. Ah, oh, da sind ja noch mehr. Ja, braucht einer Drogen? Nee, ich Fahrrad. Hab gestern Nacht, gestern Abend genug. Moin. Grüße. Moin, Meister. Ja. Mahlzeit. Moin. Peter hat gerade deinen Stecksen geklatscht. Ja, das war mein Arsch. Ach, okay, dann passt ich war mal professioneller Twerker. Mach mal. Nicht auf dem Fahrrad. Komm runter da. Nein, ich kann das ohne. Was denn das? Das ist ohne. Oh, mir wird kurz einfach, aber da sagt er schon. Einfach, drauf, einfach ne? Die Arsch. Einfach. Da liegen noch Schrimps, wenn einer Hunger hat. Ich Papaya. Papaya, Papaya. In Tee Highland. Über 1 Million Menschen. Ja, Mensch. Habt ihr den Inselrundgang gemacht? Was war das für ein Geräusch? Wir wollten uns gerade Fahrräder klauen. Ja, keine Ahnung, wo die ganzen Fahrräder dahin sind. Ich habe nur eins gefunden, aber ich weiß, wo ein Auto steht. Das auf und der Motor läuft. Oh. Für 10.000 Dollar zeige ich es euch. Ich hab's heute Morgen auch schon gesehen, dass das Auto was da läuft, aber ich glaube, das gehört jemandem. Ja, dem Herrn Juri. Genau, und dem aber wollte ich das Auto nicht klauen. Herr Juri ist mein bester Freund. Mit Pinsel. Was ein Pinsel? Wir haben geknutscht gestern. Oh, der Herr Juri und ich. Der hat mir Wodka in den Mund gespuckt. Oh Gott. Oh nein. Geile Sau. Oh, wenn das, wenn das. Kranker Kamerade. Der geht, kickt schon wieder.
Oh, Oma. Ui, ui, ui. Und damit kommt man bestimmt zur Insel. Also rüber aufs Festland. Was soll ich das mit denen machen? Nee, das geht nicht. Das ist ein SUV. Wir brauchen ein kleineres Auto. Glaube ich. Nee, fuck. Wäre ich mal selbst drauf gekommen. Scheiße. Scheiße, Mann. Mann, soll ich machen? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, das wäre so lustig jetzt. Ja, dann muss ich ja vorher Bescheid wissen, damit ich die bestellen kann bei Juri. Ja, bestellen bloß bei Juri. Also wenn jetzt so ein Berglöwe kommt, den hauen wir einfach eine Flasche Juri Spezial rein. und dann ist er bestimmt da. Nee, das ist sexy. Fuck, Mann. Mann, jetzt ärgere ich mich, wäre ich da selber drauf gekommen. Hat mir ein bisschen Spaß gemacht jetzt. Fuck. Dumm. Ah, warte mal. Ich kann das mit Peanut ja gar nicht wissen. Ich bin ja nicht Curtis. Fuck. Kann ich eh nicht machen. Werbermeter-Jacke, weil ich das mit Peanut nicht weiß. Ja. Freitag auf Montag. Hier soll irgendwo ein Schatz vergraben sein. Dann lass suchen gehen, komm. Ja. Ich will mal Diamanten. Der Schatz von Kackmindihos. So. Was für ein Schatz? Von dem Piraten, ich Kackmindihos. Das wäre eine ganz schön eklige Angelegenheit. Seinen. Weiß jemand eigentlich, wann das Flugzeug wieder startet? Gegen späten Nachmittag gehen wir davon aus. Wo jetzt auf dem Erdbeerfeld stehen, schon rein, ne? Ja, ich müsste eigentlich heute auch mal gucken, ob mein Freund noch lebt. Oh Mensch. Der ist bestimmt tot. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, der war ein Haihappen. War der auch hier? Nee. Drüben? Wo drüben? Also meinst du... In Los Santos? Ja, ja. Er muss ja auf die Häuser aufpassen. Ist das ein Gangmitglied? Ja. Was für eine Gang? Sag ich dir nicht. Warum? Bestimmt Bomb. Nee, da ist mein Ex. Pets. Bei dem Flip Pets? Pets. Nee, auch nicht. Also bist du auch eine Gang? Bist du kriminell? Wer ist in der Gang? Du bist normal? Nee, ich bin keiner Gang. Warum bist du mit so einem Assi zusammen? Hä, der ist. Ob du es glaubst oder nicht, der ist sogar mehr gentlemanlike als jeder andere, der normal arbeiten geht. Wohnt ihr in einer Villa? Stalker. Oder eher so ein abgeranzten Haus? Wer er? beides. Müsli, yam, yam, yam. Du bist doch schon wieder am Essen. Döner. Oh Gott. Gerd, irgendwann platzt du nochmal. Lecker. Nicht oh, so Döner lecker. Hört sich auch gut an. Ja. Hab ich denn überhaupt noch in den Rucksack einstecken? Salat. Freund, das ist ein Lutscher. Möchtest du einen Dönerbock? Der soll sich Arbeit suchen. Die hab ich auch noch. Und Jönsi, ich glaube, der LKW ist auch. Ansonsten noch Döner und 4 Flaschen Juri Spezial. Das würde ich nicht trinken. Ich hab gehört, nee. Der macht da Lulu rein. Was? Lulu? Der Herr Juri ist eine ganz kranke Sau. Der hat den Sexkeller. Puncht er den Wein auch mit Vorschutzmittel? Ja. Wir haben gestern seinen Weinkeller gefunden. Und den geilen Keller. Erstmal auf die Uhrzeit gucken. Und wie spät ist es? Ja, 11 Uhr noch was. Oh, Zeit für Sag mal, Zeit Ryan, fürs, was machst du Zeit eigentlich fürs hier? Ist das wohl ein Trigger? Ja. Hast du irgendwie Freigang von der Gang bekommen, oder? Ich habe einfach keinen Bock auf dir gehabt und habe gesagt, ich nehme einfach zwei Tage Urlaub für dich. Oh ja. Danke. Bist du einfach, ja? Die gehen mir einfach gerade zu sehr auf den Sack. Oh. Eigentlich sollte ich gucken, Flasche, ob ich hier irgendwelche Klamotten mit rübergeschmuggelt kriege. Wolltest du sagen? Und sowas alles, aber habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe hier einfach die Zeit mit Tuba gemacht. Ja. Futzen? Ich habe alles weggeschmissen, außer das, was wir bekommen haben. Ja. So, das Koks ist nach. Ich glaube, ich geschlafen. Oh, wer hat Koks? Ich hab Koks. Willst du haben? Weil die dreckige Drogen? Also, so ein Joint würde ich so auch führen, Ich hab voll Bock auf Drogen. Hast du Geld? Da bin ich raus.
Nein, ich will schön abgepackt sein. Ohne Moos, nix so. Los. Pina, schickst du nachher mit dem Finki zu mir? Auf gar keinen Fall. Bye, have a great time. Peanut? Nee, kein Bock auf Kreis-RP. Wir sind jetzt auch schon fast 2,5 Stunden wieder da. Ich leg mich jetzt wieder hin. Wir sehen uns heute Abend, Chat. Ich muss frühstücken. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Aber zum Glück habe ich Navigationssystem an meinem Fahrrad. Und ich werde jetzt gleich das Auto noch verstecken. Weil die gehen das bestimmt holen. Ich bin nämlich ein dreckiger Penner. Zum Glück habe ich meine Drohne dabei. Ja, gutes Navi, ne? Was ist das für ein Navi, Alter? Oh, ich war falsch. Kurz in eine Klappkarte geguckt. What a deuce! What a deuce! Na, wie macht kurz einen Flick erstmal Suppenküche? Dankeschön, Tarun. Was ist das für ein Shader gerade, Alter? Sieht ja mega doof aus. Ja, ich habe die ganze Zeit den Ohrwurm vom scheiß Jurassic Park. War ich überhaupt richtig? Ja. Erstmal frühstücken. Boah, ich kann nicht aufhören. Chappi, danke schön für den Prime im 21. Monat. Danke. Was gibt es zu futtern? Weiß noch nicht. Weiß nicht, was der Kühlschrank hergibt. Ich gehe erstmal auf Nahrungsmittelsuche. Ich habe aber irgendwie das dumme Gefühl, dass ich keinen Yuri gleich treffe. Und der ist nicht mehr im Chat, das heißt, der ist ins RP gegangen. Man sieht den Sattel halt überhaupt nicht, ne? Komm schon, Peanut! Komm schon! Ach, da ist der Yuri, okay. Schade, dachte, wir frühstücken noch. Und legen uns in eine Hot Tub. Wohl Hot Tub hätte ich Bock. Noch ein bisschen Geld verdienen.
RIP an alle, die das VOD gucken, Junge. Ihr müsstet live dabei sein, ich sag's euch. It's only game. Hallo, Mi, vielen lieben Dank für den Prime im 19, Bruder. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wusste, es wird der Tag kommen, wo ich aus voller Überzeugung mir einen Poolstream angucke. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Baby. Eieiei. Hast du ein Bum-Bum?